Guten Abend miteinander und herzlich willkommen allen hier im Saal. Er ist richtig voll, das freut uns natürlich. Und willkommen auch alle, die uns von zu Hause aus oder von unterwegs zuschauen per Livestream. Ich weiss, jetzt sind auch schon einige dabei. Es freut mich sehr, dass wir der spezielle Event heute doch so zahlreich sind und so viele Ärzte da sind und so viele Zuschauer. Das ist natürlich für uns super cool als Organisator. Daher nochmal herzlich willkommen. Ja, es gehört sich und es ist wichtig. Ein grosses Danke jetzt schon an alle Sponsoren. Das sind einige, wenn man da oben sieht am Bildschirm. Die ermöglicht das, dass wir so Events machen können mit der Unterstützung. Daher wirklich jedem Einzelnen, der uns unterstützt, herzlichen Dank. Ja, an diesem Event, man kann vorab Fragen einschicken, die wir heute werden, beantworten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man heute da innen und die Heime noch mitwirken kann. Für das haben wir den QR-Code, den wir jetzt am besten mit den Handys abscannen würden, die auch wollen. Es hat überall Flyer dabei gehabt. Und ich hoffe, das klappt bei allen. Wenn ihr das abscannen könnt, kommt ihr auf eine Seite, wo ihr dann könnt effektiv aktiv heute Abend mitmachen könnt. Und zum Start würden wir ein paar Tests machen. Und zwar habe ich so ein paar ganz einfache Fragen vorbereitet, die ihr könnt, beantworten könnt. Das wäre mal die erste, welches Geschlecht das ihr habt. Ja, gut. He? Ganz klar. Mehr Frauen in dem Fall. Gut. Dann machen wir das nochmal. Und zwar mit dem Alter. Habt ihr auch wieder eine Auswahl, die ihr könnt betätigen? Also ich sehe, es machen ganz fleissig Leute mit, das ist super. Es ist auch recht durchmischt, was mich auch freut. Gut, dann gehen wir weiter. Dann möchte ich gerne noch wissen, wie viele von hier innen oder von daheim selber betroffen sind. Oder eben nicht, vielleicht Angehörige, die dabei sind. Oder einfach Interessenten. Also die Teilnehmeranzahl ist immer noch recht konstant, das ist super. Und jetzt noch, einfach weil es mich Wunder nimmt, wer von euch als schon Mitglied ist von der Kronkolitis Schweiz? Ja, also gut, die es nicht sind und die es werden wollen, das sollten eigentlich alle heute Abend das Formular ausfüllen oder auf unserer Webseite das Online-Formular ausfüllen. Wir würden uns natürlich freuen. Und dann einfach, weil es für uns noch wichtig ist, zum Wissen, wen ihr von deinem Event erfahren habt, haben wir ein paar Auswahlverfahren gemacht. Gut. Ja, wir sind wieder bei unseren konstanten Teilnehmern, das ist super. Jetzt höre ich auch auf mit den Fragen. Es wird dann nachher auf dieser Seite könnt ihr auch Fragen aufschreiben und einschicken.
Das wechselt jetzt nachher. Dann habt ihr dort die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Oder wenn ihr wollt, aufstrecken jeweils, dann kommen wir mit dem Mikrofon vorbei. Gut, zum Ablauf von heute. Es wird nachher ein ganz kurzes Input-Referat geben von Stefan Wawrika. Wir haben, das haben wir von deiner Webseite genommen, natürlich. Er wird einen kurzen Einstieg in den Abend machen über das Thema CD. Nachher darf ich danach das Wort auch übergeben an Kurt Eschbacher. Er wird den Abend moderieren und wird vor allem auch die Panel-Diskussion oder das Roundtable, das nachher stattfindet, mit unseren vielen Ärzten und Fachpersonen leiten und führen. Und ich freue mich sehr, dass der Herr Eschbacher bei uns ist und uns da unterstützt. Und jetzt wünsche ich euch allen ganz viel Spass und ein tolles Event. Gut, ganz herzlichen Abend, schönen Abend wünsche ich Ihnen natürlich auch von meiner Seite. Danke vielmals, Bruno, dass du mir die Ehre gibst, diese Veranstaltung zu eröffnen. Ist natürlich auch ein bisschen eine undankbare Aufgabe, weil man weiß ja gar nicht so recht, was soll man bringen, weil Sie haben ja wahnsinnig viele Fragen eingereicht. Und welche von diesen Themen soll ich denn da jetzt am ehesten rauspicken und soll in 10 Minuten Ihnen etwas näher bringen? Und ich habe mich jetzt für ein Thema entschieden, was ich finde, was uns ja alle betrifft. Es geht um das Thema Kommunikation, Risiko, Ängste, die man dann hat als Patienten. Und ich glaube, was Sie als Patienten mit chronischen entzündlichen Darmkrankheiten immer so ein bisschen umtreibt, ist, wie fälle ich eigentlich als Patient die richtige therapeutische Entscheidung? Oder? Weil wir versuchen als Ärzte sie ja immer einzubinden in diese ganze Entscheidungsfindung. Manche von Ihnen wollen das gar nicht. Viele von Ihnen wollen das, fühlen sich aber vielleicht zu wenig eingebunden. Und wie oder nach welchen Kriterien sollten Sie denn eigentlich sich entscheiden wollen oder können? Das heißt, Sie nehmen eine Rolle wahr, nämlich die Rolle des Patienten. Und in dieser Rolle als Patienten müssen Sie sich, glaube ich, bewusst sein, dass Sie eigentlich häufig mehrere Möglichkeiten haben. Es ist nicht ein Weg, der wahrscheinlich der richtige ist. Und Sie müssen sich dessen einfach bewusst sein, dieser Weg ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn Sie andere Ideen haben, Sie bei bestimmten Dingen das Gefühl haben, das passt mir jetzt aber so eigentlich überhaupt nicht, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, der wird dann mit Ihnen gerne die anderen Möglichkeiten dann ansprechen. Also sind Sie sich dessen bewusst, Sie haben mehrere Möglichkeiten. Diese Entscheidung, die Sie dann fällen, die hängt natürlich von ganz vielen verschiedenen Dingen ab, nämlich Sie haben ja Ängste vor Risiken, vor Medikamenten. Es ist davon abhängig, wie schwer erkrankt dass Sie sind, wie Sie eigentlich mit diesen Symptomen, die Sie haben, umgehen. Ich habe ganz viele Patienten, die finden, ja, 5-mal pro Tag Stuhlgang finde ich jetzt nicht schlimm. Ich habe viel mehr Angst vor schweren Medikamenten und deshalb finde ich das schon okay mit diesen Symptomen, so wie das ist. Und es geht auch natürlich darum, wie sehr vertrauen Sie in die Therapie, die wir Ihnen dann anbieten. Haben Sie ein großes Vertrauen? Haben Sie den Optimismus, dass eine solche Therapie tatsächlich Ihr Leben verändern kann? Und das Ganze sollte eben in einem Zwiegespräch stattfinden. Man nennt das auf Deutsch partizipative Entscheidungsfindung, das verwendet aber niemand diesen Begriff, sondern es ist mehr so dieser englische Begriff Shared Decision Making, der dann eigentlich wichtig ist und der Sie dann eigentlich unterstützen soll in der Entscheidung, welche Therapie das man nimmt. Nun, nicht nur Sie als Patient nehmen eine bestimmte Rolle wahr, sondern auch zum Beispiel wir Ärzte nehmen bestimmte Rollen wahr. Also so sieht mich hoffentlich meine Frau als Arzt, so sehen mich meine Kinder als Arzt, so in dieser Rolle eines Kanalarbeiters, so sieht mich vielleicht so die Gesellschaft per se, nimmt mich wahr und so sieht mich meine Mutter, dass ich irgendetwas ganz Relevantes für die Gesellschaft mache. Hoffentlich sehen Sie uns so als Ärzte, die Uni würde uns gerne so als Arzt sehen, so sehen mich meine Freunde. Und wenn Sie mich fragen, wie ich mich selber sehe als Arzt, dann wahrscheinlich vor allem so. Ich
glaube, wenn wir über diese Themen reden, dann ist es ganz wichtig, dass Sie sich ein bisschen bewusst sind, was heißt eigentlich Risiko. Risiko ist eigentlich nichts anderes, und das wurde sehr schön eigentlich in einer Arbeit, habe ich unten zitiert, mal publiziert. Das Risiko ist die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis, multipliziert mit der Konsequenz. Das heißt, wie schwer ist dann dieses Ereignis? Angenommen, wir nehmen einen Schnupfen, dann muss man sagen, okay, ein Medikament hat vielleicht sehr häufig als Nebenwirkung Schnupfen, aber wir finden das nicht so wichtig, also ist das Risiko in unseren Augen nicht sehr groß. Wenn aber das Risiko vielleicht sehr selten ist, aber es kann ein bösartiges Lymphom entstehen, dann nehmen wir natürlich solche Dinge dann auch sehr wahr und haben dann Angst vor solchen Risiken. Generell muss man sagen, dass wenn man Patient ist, dann hat man eben, kann man das in sein Vier-Felder-Modell einteilen, nämlich Risiken, die dann nicht schrecklich sind, kontrollierbar, risikogerecht, und solche, die sehr schreckhaft, also sehr schrecklich sind, unkontrollierbar, katastrophal, könnte man sagen. Und es gibt Risiken, die sind unbekannt, und es gibt Risiken, die sind bekannt. Und dementsprechend kann man ganz viele verschiedene Risiken, die man dann hat, zum Beispiel einteilen. Also nicht so schreckliche Risiken, die man wahrscheinlich kennt, ist so Aspirin oder Röntgenstrahlen. Vielleicht bekannte Risiken, die aber vielleicht schrecklich sein können, sind Skifahren oder Alkohol. Und dann gibt es halt Dinge, die man nicht so richtig weiß und die eben auch katastrophal enden können, zum Beispiel nukleare Unfälle oder Pestizide. Und dann gibt es solche, die kennt man, da weiß man, das ist ein Risiko, und dieses Risiko nehmen wir in Kauf, vielleicht für einen Adrenalinkick, wenn wir Fallschirmspringen oder eben nicht. Wenn wir uns jetzt überlegen, wo kommen denn neue Medikamente rein in diese Vier-Felder-Methode, dann fangen neue Medikamente eigentlich meistens oben rechts an. Wir kennen das Medikament noch nicht und Sie als Patient auch nicht. Und für Sie ist es dann katastrophal, was alles dann passieren kann, und es ist unbekannt, welches Risiko das es haben könnte. Und je länger ein Medikament auf dem Markt ist, desto eher gewinnen wir Vertrauen zu diesem Medikament. Als Beispiel Remicade. Vor 25 Jahren wussten wir bei Remicade, beim Infliximab, noch nicht so genau, was das genau für ein Medikament ist. Dann kamen so erste Informationen, dass man es vielleicht nicht bei Herzinsuffizienz geben soll, dass vielleicht schwere Infektionen auftreten können. Das heißt, wir hatten es ganz klar oben rechts eingetütet. Und jetzt, je länger wir das Ganze jetzt beobachten in den letzten 25 Jahren, desto mehr ist es eine etablierte Therapie. Es hat den Schrecken verloren und auch eigentlich das Risiko nehmen wir eigentlich nicht mehr so richtig wahr. Und ich glaube, das gilt eigentlich generell für alle diese neuen Medikamente, und wir werden heute sicher Zeit haben, uns über diese verschiedenen Medikamente zu unterhalten. Ich habe hier vor allem die neuen aufgeschrieben. Es sind ja immer auch Pharmafirmen hier, die Pharmafirmen werden mich dann kontaktieren. Warum habe ich genau die ausgewählt und nicht andere, vielleicht ja erwähnt oder eben nicht erwähnt? Das ist nur eine kleine Auswahl für die Pharmafirmen. Also es gibt so neue Medikamente, und diese neuen Medikamente, wenn Sie die nachlesen im Kompendium, dann stehen teilweise ganz viele verschiedene Nebenwirkungen. Also lesen Sie die Nebenwirkungen, ich finde immer, ja, machen Sie das, aber Sie müssen es dann auch immer ein bisschen in die richtige Relation setzen. Nun, für uns Ärzte ist es immer schwierig, wie kommunizieren wir Risiken mit Ihnen als Patient? Nämlich erstens, wie informiert sich der Arzt über das Risiko? Also nicht nur Sie müssen Bescheid wissen, sondern wir müssen ja auch Bescheid wissen, was wir Ihnen dann erzählen. Dann ist die zweite Frage immer, verstehen Sie überhaupt, was wir Ihnen erzählen? Und Sie glauben nicht, wie falsch das manchmal rüberkommen kann. Und wie soll man denn überhaupt generell darüber kommunizieren? Soll man es ansprechen, soll man es nicht ansprechen? Und wenn man es anspricht, wie kommuniziert man es? Und man vergleicht das manchmal so mit so einem Bermuda-Dreieck. Ärzte sitzen natürlich eher in Florida und golfen. Dann sind irgendwo noch Sie Ärzte und eben Bermuda, und wir sind in diesem Dreieck von, wie viel Evidenz haben wir zu bestimmten Krankheiten und wie viel Evidenz müssen Sie kennen und was sind Risiken und Nebenwirkungen. Es ist ja so, dass halt bestimmte Risiken teilweise als sehr großes empfundenes Risiko wahrgenommen werden, das aktuelle Risiko aber eher klein ist, zum Beispiel Terrorismus.
Als Beispiel, wenn Sie einen Amerikaner fragen, vor was hat er am meisten Angst, dann ist eigentlich seine größte Angst, und dazu gibt es wirklich Studien, dass er von einem Dschihadisten getötet wird in den USA. Und Sie sehen hier verglichen, also wie groß ist die Gefahr für einen terroristischen Anschlag und wie groß ist eigentlich das reale, aktuelle Risiko. Und das unterscheidet sich extrem bei Flugzeugunfällen dasselbe. Und Sie sehen, es gibt aber auch gewisse Dinge, die wir vielleicht nicht unbedingt als so gefährlich ansehen, die aber total gefährlich sind. Die unter Ihnen, die mit dem Auto hierher gekommen sind, haben sich einem extrem hohen Risiko ausgesetzt, ohne es eigentlich zu wissen. Also, dass Sie in einem Verkehrsunfall sterben, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch und trotzdem haben Sie dieses Risiko gewählt. Und deshalb, glaube ich, ist es immer wichtig, dass man es in die richtige Relation setzt. Also wenn man zum Beispiel nochmal auf dieses Beispiel zurückkommt von diesen Amerikanern, die eben Angst haben, dass sie von einem islamischen Dschihadisten getötet werden, dann ist die Zahl 2. Es wurden vorletztes Jahr 2 Leute von einem islamischen Dschihadisten in den USA getötet. Was zum Beispiel viel, viel gefährlicher ist in den USA, sind bewaffnete Kleinkinder. Das ist die Zahl 21. Auch Blitzschläge sind viel, viel häufiger als Dschihadisten. Man könnte natürlich aber auch zu Hause getötet werden durch einen Rasenmäher, 69, könnte von einem Bus überfahren werden, ist natürlich auch deutlich höher als die Gefahr, von einem islamischen Dschihadisten getötet zu werden. Man könnte aus dem Bett stürzen und nicht zuletzt, man könnte durch einen anderen Amerikaner erschossen werden. Und da ist also tatsächlich eine Gefahr. Also Sie sehen, ich bringe das jetzt vielleicht ein bisschen salopp, aber es kommt wie immer extrem darauf an, wie wir uns eigentlich diese Risiken ansehen. Und dazu gibt es eben verschiedene Ideen, wie man das machen kann. Eine von diesen Ideen ist, dass man es Ihnen in Männchen zeigt. Weil Sie können sich das viel, viel besser merken, was in Männchen, als wenn Sie irgendeine Zahl 0,004 bekommen. Und dazu gibt es zum Beispiel so eine schöne Studie, die ist auch schon über 10 Jahre alt. Da gibt es zum Beispiel, wenn man TNF-Antikörper gibt, das Risiko, dass man einen Lymphdrüsenkrebs entwickelt. Und damit man das den Patienten vielleicht näher bringen kann, wie groß ist denn eigentlich diese Gefahr für einen Lymphdrüsenkrebs, kann man zum Beispiel 10.000 Leute zeichnen und dann zeigen, wie viele von diesen 10.000 Leuten bekommen einen Lymphdrüsenkrebs, wenn sie über eine längere Zeit mit diesem Medikament behandelt werden. Sie sehen, die Antwort ist ungefähr 4. Das heißt, es gibt ein Risiko, aber das Risiko ist verschwindend klein. Und wenn Sie sich entscheiden, mit dem Auto hierher zu fahren, haben Sie ein deutlich höheres Risiko auf sich genommen, als zum Beispiel eine medikamentöse Therapie zu wählen. Teilweise nehmen Sie ja die Risiken so sehr wahr, dass Sie dann eben sich an gewisse Medikamente gar nicht mehr halten. Und das wird das Problem von diesen neuen Medikamenten, die ich Ihnen gezeigt habe. Diese neuen Medikamente, viele von denen werden als Tabletten abgegeben. Und wir kennen das sehr gut, dass es eigentlich wichtig wäre, dass Sie sich an die Tabletten halten. Als Beispiel: man kann bei der Colitis ulcerosa Medikamente einsetzen wie Salofalk oder Pentasa. Und wenn Sie sich nicht an diese Medikamente halten, dann sind Sie in der gelben Kurve, dann bekommen Sie einen Schub, das heißt, je tiefer die Kurve nach unten geht, desto eher haben Sie einen Schub. Wenn Sie sich aber an die Therapie halten, blaue Kurve, dann bleiben Sie recht nah in dieser 100% Ansprechrate. Also es wäre wichtig, dass Sie sich an die Medikamente halten. Sprechen Sie mit den Ärzten, wenn Sie sich nicht mehr an die Medikation halten wollen, dann wissen wir wenigstens, worum es geht. Aber das, also überschätzen Sie dann nicht Risiken und machen Sie dann nicht den Fehler, dass Sie dann glauben, dass Sie sich etwas Gutes tun, weil Sie vielleicht Risiken minimieren, wenn Sie gewisse Medikamente weglassen. Man kann das für viele verschiedene Dinge einsetzen. Man kann das zum Beispiel einsetzen für die Frage: wie wahrscheinlich ist es, dass Sie einen Krebs, Dickdarmkrebs bekommen bei einer Colitis ulcerosa? Und Sie sehen, die Chance ist ungefähr 6 pro 100, also von 100 Patienten mit Colitis ulcerosa bekommen 6 einen Dickdarmkrebs. Deshalb ist es wichtig, dass man regelmäßig Dickdarmspiegelung macht in einem solchen Setting, insbesondere wenn der gesamte Dickdarm befallen ist. Wenn Sie es aber dann wiederum in Relation setzen zur Normalbevölkerung, dann ist eben auch in einer Normalbevölkerung das Risiko erhöht, ungefähr 3, also
die Chance ist irgendwo zwischen 3 und 4 pro 100, dass man einen Dickdarmkrebs bekommt. Das heißt, sie haben ein doppelt so hohes Risiko, aber es bleibt immer noch ein relativ kleines Risiko. Aber wenn sie bei einer Colitis ulcerosa noch gleichzeitig eine Entzündung der Gallengänge haben, PSC heißt diese Krankheit, primär sklerosierende Cholangitis, dann wird plötzlich die Gefahr viel, viel größer. Dann entwickelt jeder zweite Patient einen Dickdarmkrebs und dementsprechend ist es in dieser Kombination Colitis ulcerosa plus Entzündung der Gallengänge ganz, ganz wichtig, dass man eine regelmäßige Dickdarmspiegelung macht in einem solchen Setting. Also nochmal, es ist wichtig, dass man sich eben an solche Therapien dann auch hält. Überschätzen Sie Risiken nicht. Reden Sie mit den Ärzten, wenn Sie sich entscheiden, eine Therapie abzubrechen. Und dahingehend, finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie heute Abend gut aufpassen, denn nur ein informierter Patient kann dann auch die richtigen Fragen stellen und für sich selber dann auch die richtigen Entscheidungen fällen. Herzlichen Dank. Danke, Stefan. Ich würde sagen, er hat die Aufgabe sehr gut gemeistert. Und jetzt würde ich gerne Kurt Eschbacher begrüßen mit einem Applaus. Und danke schön. Es gibt keine Scheißfragen, also kann ich mich jetzt nicht blamieren. Ich war erstaunt, dass dir jetzt gerade als Arzt als erstes darauf hingewiesen, dass man soll sich hervorragend als Patient informieren. Das denke ich mir, sind die Leute da. Aber eigentlich hätte ich das ja nicht so gern, oder? Also, das ist völlig falsch. Also, ich habe lieber einen Patient, der gut informiert ist, als jemand, der gar nichts weiss oder wo sich falsch informiert. Mhm. Es gibt auch viele Quellen, wo falsche Informationen stehen. Ist die Bereitschaft tatsächlich auch bei euch und bei euren Kolleginnen und Kollegen vorhanden, Therapie zu diskutieren? Was bedeutet Zeit und das bedeutet in dem Sinn auch individuelle Auseinandersetzung mit einem Patienten? Ich versuche das eigentlich bei allen meinen Patienten. Ich schreibe mir immer ein bisschen auf die Fahne, dass jeder Patient, der bei mir war, wenigstens alle Medikamente mal gehört hat, was es eigentlich gibt. Und in der Regel versuche ich das schon ein bisschen zu diskutieren, wieso ich die eine oder die andere Therapie würde vorschlagen, aber dass eben verschiedene Therapien möglich wären. Die Statistiken auch zur Risikoabschätzung, die sind ja spannend, weil man tendiert als Mensch immer in der Überschätzung von einem gewissen Risiko. Wie weit habt ihr jetzt Erfahrung gemacht, dass Patienten Risiken gut abschätzen können? Weil das ist ja dann immer wieder die Frage, mit 80%iger Sicherheit kann man und bei 20 nicht. Wenn man Krebs hat und man zu diesen 20 gehört und man nicht therapierbar ist, ist es wie ein Todesurteil, oder? Also wie weit ist die Fähigkeit vorhanden bei den Patienten? Es ist schwierig und ich glaube, was ganz häufig passiert ist, wenn ich dann verschiedene Medikamente vorstelle und Therapien aufzeige, und ich dann zum Beispiel sage, schauen Sie, das ist jetzt zum Beispiel ein Medikament, das hat eine leicht erhöhte Gefahr, dass man einen Gebärmutterhalskrebs entwickelt. Darum ist es dann wichtig, dass Sie einmal pro Jahr zum Gynäkologen gehen. Es hat eine ganz leicht erhöhte Gefahr für einen Hautkrebs. Darum schicke ich Patienten einmal pro Jahr zu einem Hautspezialist. Spätestens dann löscht es den Patienten ab. Also ich habe so ein bisschen persönlich die Erfahrung gemacht, dass eigentlich sobald ich halt Risiken ansprich, die da sind, dass dann aber der Patient dann sofort blockt. Und es braucht dann sehr viel, wie Sie es gesagt haben, es braucht sehr viel Zeit, bis dann der Patient dann doch das Vertrauen fasst, weil primär, also ich schwöre Ihnen und ich rede im Namen von allen, primär wollen wir Ihnen helfen mit diesen Medikamenten und primär ist nicht unser Ziel, dass wir sie Risiken aussetzen wollen. Und wir empfinden quasi den Benefit immer höher als das Risiko von diesen Medikamenten. Wir treffen uns noch hier auf der Bühne. Wir haben so ein bisschen Gruppe gemacht. Das war unglaublich für mich, dass über 100 Fragen eingetrudelt sind. Und danke vielmals jetzt von eurer Seite, dass ihr dabei seid. Die besten Ärzte und Ärztinnen haben wir hier versammelt. Bruno Giardina, ihr seid selber betroffen. Wann ist es klar geworden, dass ihr eine chronische Darmentzündung habt? Ja, also bei mir ist es
eigentlich relativ schnell gegangen. Ich hatte so typische Symptome von einer Magen-Darm-Grippe. Die ist aber nie weggegangen, auch nach 3-4 Wochen nicht. Ich hatte das Glück, dass ich eine sehr gute Hausärztin hatte, die mich sehr schnell zum Gastroenterologen geschickt hat, eine Spiegelung gemacht worden ist und ich wusste, was läuft. Und was hat die Diagnose bei euch ausgelöst? Ich sage immer, das ist so wie ein Wellengang. Also für die, die vielleicht lange haben, bis die Diagnose da steht, ist es wie eine Befreiung, weil sie dann endlich wissen, was es ist. Gleichzeitig macht es natürlich extrem Angst. Man hört bei diesen Diagnosen einfach, dass es chronisch ist, nicht heilbar. Das macht natürlich in erster Linie viel Angst. Ihr habt nach einer medikamentösen Behandlung auch bekommen. Wie schnell war eine Besserung vorhanden gewesen? Ja, also die erste Behandlung, ganz typisch im Vollschub, war Cortison. Dann ist es recht schnell gut geworden. Die Schübe sind aber immer wieder gekommen. Und dann haben wir angefangen mit den verschiedensten Therapien, die dann halt mal ein bisschen länger, mal ein bisschen weniger lang gut gegangen sind, bis einfach nichts mehr gegangen ist. Und ich habe dann dank einer Medikamentenstudie habe ich dann ein bisschen Stabilität gefunden. Und die habt ihr jetzt? Und die Frage ist natürlich für viele, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wie kommt man denn in so eine Studie rein, wenn jetzt das bei euch wirklich die Wirkung hat, dass ihr in dem Sinn Remissionen hat? Ja, also bei mir war es so, dass mein behandelter Gastroenterologe gesagt hat, er sei jetzt eigentlich angekommen in seinen Möglichkeiten. Er müsse mich weiterverweisen ins Unispital in Zürich, weil ich halt auch hier in der Nähe wohne natürlich. Und ich war hier schon Präsident von der CCS und hatte schwenken, dass ich die Leute und die Ärzte natürlich alle schon kennt habe. Und bin so reingerutscht, aber grundlegend muss das der Arzt sein, der einen begleitet in so einer Studie. Ist das ein neues Medikament, das jetzt noch im als Studio studiert wird und noch nicht mit Sicherheit auf dem Markt ist? Oder wie also, muss ich das jetzt verstehen? Es ist bei mir noch ein Studienmedikament, aber es ist für Morbus Crohn ist es jetzt zugelassen. Okay. Ja. Also, ich entlasse euch, dass ihr auch noch ein bisschen zuhören könnt. Die weit über 100 Fragen haben mich also tendenziell, meine Damen und Herren, sozusagen überfordert. Ich habe ein Schnellmedizinstudium gemacht. Also, ich bin tief beeindruckt, auch mit welchem Wissen die Leute, die jetzt da sind, Fragen gestellt haben. Und ich bitte schon jetzt um Verständnis, wenn ich Sachen nicht richtig formuliere. Also, ich bin ein Unterhaltungsfuzzi und kein Mediziner, also von dem her braucht es da wahrscheinlich auch ein bisschen Grosszügigkeit. Danke vielmals. Danke Ihnen. Dass Merci. Ich dabei sind. Viel Spass. Und ich freue mich, dass wir ein bisschen System gemacht mit verschiedenen Gruppen, weil wir haben 12 Spezialistinnen und Spezialisten hier, die eure Fragen und vielleicht zwischen ihnen auch noch die eine oder die andere von mir beantworten können. Und wir haben gefunden, es ist einfacher für alle, wenn wir ein bisschen Gruppe machen. Und ich möchte gerne mit dem ersten Thema anfangen, der Diagnose, Endoskopie und den Risikofaktoren, wieso dass es zu so einer Erkrankung könnte kommen. Und möchte die drei Herren bitten, die jetzt für mich an Rede und Antwort stehen. Der Georg von Beuyen, er ist Professor am Unispital in Luzern, fährt aber erst jetzt gerade an. Herzlich willkommen. Ich spreche ab jetzt Hochdeutsch, damit Sie mich verstehen. Der Peter Rutz, er ist Professor am Universitäre Bauchzentrum Clara Spital, andersrum gesagt in Basel. Auch ihm einen kleinen Applaus, danke. Und der Emanuel Buri, er ist Professor am Kantonsspital Basel-Land in Liestal. Also, ich probiere, wie gesagt, die spannenden Fragen ein bisschen zu gruppieren und möchte vielleicht einfach in die Runde werfen, wie schwierig ist es grundsätzlich, eine klare Diagnose bei Darmproblemen zu stellen? Kann ich Antwort geben? Sie hören mich ganz gut? Ja. Vielleicht ein bisschen näher. Bisschen näher noch? Ja, jetzt, okay. Natürlich unheimlich schwierig. Deswegen sind wir Gastroenterologen ja auch über so viele Jahre so lange ausgebildet. Also
ich versuche es so zu formulieren, wenn Sie sich mal so ein bisschen erinnern an den Biologieunterricht, im Bauchraum sind halt tatsächlich die meisten Organe. Da steckt die Leber, da steckt die Milz, da steckt der Magen, da steckt der Dünndarm, der 6 Meter lang ist, dann der Dickdarm, der 1,20 Meter lang ist. Dann im Prinzip die ganzen Organe des Mannes und der Frau im Unterbauch. Das heißt, es ist schon ein sehr, sehr komplexes System, wenn jemand mit Bauchschmerzen kommt. Von daher ist es durchaus eine sehr knifflige und schwere Sache, Erkrankungen zu diagnostizieren. Ich denke, wo die Frage wahrscheinlich hintendiert, ist die Frage, wie schwierig ist es, chronisch entzündliche Darmerkrankungen zu diagnostizieren. Da würde ich sagen, im Allgemeinen bei einem guten Gastroenterologen ist es eigentlich mit den heutigen Methoden relativ einfach. Also Methode von einem hochauflösenden Ultraschall, dann ist, glaube ich, ist Ihnen nichts Neues, dass man natürlich diesen bestimmten Entzündungswert im Stuhl messen kann, dass man mal ein Kalprotektin im Stuhl misst, ob überhaupt Entzündung vorliegt. Und dann natürlich die Spiegelung von Magen und Darm, wo man eigentlich mit den Endoskopen sehr gut die Darmschleimhaut beurteilen kann und dann den Pathologen bitten kann, feingeweblich nachzuordnen, welche Form von Entzündung vorliegt. Die beiden anderen Herren stimmen zu? Ja, ich stimme zu, ja. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu sehen, dass es nicht einen einzelnen Test gibt, der die Diagnose macht, sondern es ist ein Puzzle aus verschiedenen Dingen. Ein Puzzle aus Symptomen, aus Bildgebung, sei es Sonographie, Endoskopie. Und am Schluss muss man dieses Puzzle zusammensetzen und da passt halt nicht immer jedes Teil perfekt zusammen. Und manchmal braucht es auch einen Moment Zeit. Das heißt, manchmal eröffnet sich die Diagnose auch erst über den Verlauf der Erkrankung, über die Entwicklung der Beschwerden. Also es heißt im Klartext, man geht nicht einfach mal zum Arzt, sagt, ich habe Bauchschmerzen und der sagt, Sie haben Morbus Crohn. Nein, das ist nicht so, weil die Bauchschmerzen, der Bauch ist schlussendlich doch ein einfaches Organ, er macht einfach weh und der Darm macht meistens Durchfall, wenn er ein Problem ist. Und es gibt verschiedene Gründe, die das machen können. Das heißt, herauszufinden, was schlussendlich der Grund ist, ist nicht so einfach. Neben manchmal braucht es eine gewisse Zeit, weil zum Beispiel Infektionen können auch wieder verschwinden. Eine chronisch entzündliche Darmentzündung verschwindet dann eben nicht mehr. Weiß man, was der effektive Auslöser ist, wenn es so einen gibt? Ja, das ist in der Tat wirklich schwierig zu sagen im Moment. Also ich stimme dir mit dir überein, Emanuel, dass das wirklich ein Puzzle ist. Und das bezieht sich eben auch auf die Auslöser. Also wir wissen, dass es genetische Faktoren gibt. Wir haben davor kurz geredet, dass diese genetischen Faktoren aber auch bei einem Gesunden vorliegen können, der nie an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung erkranken wird. Und das ist natürlich dann dieses Puzzle beinhaltet, dass es halt Infekte geben kann, Umweltfaktoren, die eben so einen Schub auslösen können. Wir wissen nicht, wann das passiert. Und in dieser Situation passiert halt etwas, was wir auch nicht wissen, weil das wie eine Huhn-und-Ei-Situation ist. Das ist diese epitheliale Barriere, die wir da im Darm haben. Und Sie müssen sich vorstellen, das ist eine Schicht, das ist eine Epithelschicht, das ist wirklich ganz dünn. Und wenn die kaputt geht, dann haben wir auf einmal sehr viele Produkte aus der Ernährung, von Bakterien, in unserem Darm hausen 10-mal mehr Bakterien, als wir überhaupt Körperzellen haben. Und diese Produkte können eben dieses Immunsystem sogenannt ankicken. Und dann kommt es eben zu dieser chronischen entzündlichen Darmerkrankung. Also es gibt viele Faktoren, die eben dazu beitragen können. Und der genaue einzelne Faktor, den gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber was wir wissen ist, dass in westlich zivilisierten Gesellschaften die immunologischen Erkrankungen zunehmen. Das betrifft nicht nur chronisch entzündliche Darmerkrankungen, es betrifft auch andere immunologische Erkrankungen, Multiple Sklerose. Finde ich jetzt einen interessanten Hinweis, weil diese Frage ist auch gekommen, wollte ich später stellen, sind chronische Erkrankungen auch Zivilisationserkrankungen? Also chronische Erkrankungen, die das Immunsystem betreffen, ja. Weil möglicherweise ist halt durch die geringere Exposition, durch den sauberen hygienischen Lebensstil, das Immunsystem vielleicht nicht mehr ganz so trainiert wie früher, weil man sieht, dass infektiöse Erkrankungen abnehmen und gleichzeitig eben immunologische Erkrankungen zunehmen. Und das hat vielleicht auch mit einem, ich sage immer, das Visier ist nicht mehr ganz gut eingestellt beim Immunsystem. Wie weit beeinflusst der Lebensstil
die Chance einer Erkrankung. Also, ich sage jetzt Alkohol, Nikotin, vielleicht auch Übergewicht etc. Schau in die Runde. Ich glaube, da muss ich gar nichts mehr dazu sagen. Also zu den drei Faktoren. Ich glaube, dass Sie alle so gut informiert sind, dass man leider gestehen muss, sowohl der Alkohol wie der Nikotinkonsum und auch das Übergewicht ihre Schäden machen. Ich werde da auch gar nicht jetzt groß drüber richten, weil natürlich jeder sein eigenes Leben hat und man muss sich überlegen, für welchen Konsum man welchen Preis zahlt. Aber alle drei Risikofaktoren machen natürlich einen Schaden. Jetzt zur CED gesprochen, kann man nur sagen, dass erstaunlicherweise bei der Colitis ulcerosa das Rauchen, also was die Erkrankung angeht, keinen so negativen Effekt hat. Aber alle, die sich ein bisschen mit CED beschäftigen, wissen Sie, beim Morbus Crohn ist natürlich das Rauchen nochmal ein zusätzlicher Risikofaktor, neben dem Risikofaktor Krebs zu entwickeln, dass man gern unter Rauchen vermehrt Schübe bekommt. Mhm. Eine Frage ist auch noch zu uns gekommen, dass wenn man an chronischen Erkrankungen, Darmerkrankungen leidet, ob im Lauf der Zeit schon fast automatisch das Risiko sprunghaft zunimmt, einen Darmkrebs zu entwickeln. Ich glaube, das kann man schon mit Ja beantworten. Diese Daten gibt es. Also Stefan Wawrika hat da auch ein bisschen da schon Andeutungen gemacht in diese Richtung. Also wir wissen, wir haben, wenn die Entzündung zum Beispiel bei einer Colitis ulcerosa über einen längeren Zeitraum persistiert, also da ist, dann steigt das Risiko nach 10 Jahren signifikant an. Und wir machen aus diesen Gründen auch Vorsorgekoloskopien, die in einer höheren Frequenz stattfinden. Mhm. Und zudem haben Sie die Erkrankung PSC gehört vorher. Und da steigt nochmal das Risiko deutlich an. Und diese Menschen sollten auf jeden Fall also diese Vorsorgekoloskopien in dem empfohlenen Zeitraum auch machen, weil die Daten haben wir dazu. Wenn wir noch einmal zur Diagnose kommen, man redet immer wieder von starken oder mittlerem Krankheitsverlauf. Was heißt das konkret? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sowohl bei Morbus Crohn wie auch Colitis ulcerosa, die Krankheitsaktivität zu beurteilen. Also das ist einerseits eine klinische Krankheitsaktivität, sprich Symptome, sprich auch Laborparameter, Laborwerte, die da reinspielen. Und dann gibt es aber auch eine endoskopische Krankheitsaktivität, also sprich, wie sieht der Darm während der Spiegelung aus? Mhm. Da gibt es verschiedene, auch Punktesysteme, die vergeben werden können. Die haben in den Studien eigentlich mehr Bedeutung als im Alltag, aber werden insbesondere die endoskopischen Scores oder die Wertesysteme werden gebraucht. Und das wird dann auch, gibt einem auch eine Richtschnur, wie die zukünftige Therapie aussehen soll, weil jemand, der eine sehr milde Aktivität hat, wird anders behandelt als jemand, der eine sehr starke Aktivität hat. Also das ist diagnostisch relativ wesentlich zur Bestimmung der Therapie? Ja, ist ein Teil der Therapie. Mhm. Eben, es kommen dann noch andere Faktoren dazu, wie welche Teile des Darmes sind befallen, gibt es auch Befallsmuster, also Befallsorte außerhalb des Darmes. Es gibt ja auch Gelenke, die betroffen sein können. Eben die Leber haben wir gehört. Verschiedene andere Organsysteme können auch betroffen sein und das beeinflusst die Therapie dann auch. Da kann ich vielleicht nur ganz kurz einhaken, also genau richtig, was du sagst. Aber vielleicht noch eine kurze Differenz zwischen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Ich denke, wer es auch immer hat, die Colitis ulcerosa ist meistens klinisch besser zu erfassen, weil im Prinzip der Schub dann im Allgemeinen, wenn der richtig heftig ist, eigentlich fast immer mit blutigen Durchfällen einhergeht. Also die Patienten empfinden auch die Krankheit sehr schwer. Da muss man sagen, da ist der Morbus Crohn manchmal eher ein bisschen Chamäleon. Also der kann schon sehr langsam, sehr penetrierend mit Fisteln, mit Abszessen arbeiten und der Patient merkt lange Zeit nichts. Also da ist die klinische Wertigkeit leider nicht immer ganz entscheidend zu dem, was man im Ultraschall und in der Darmspiegelung dann sieht. Frage zur Lebenserwartung. Wenn CED vorliegt, hat man eine geringere Lebenserwartung? Heutzutage nein. Nein. Früher sicherlich ja. Ja, ist. Also da bin ich genau gleicher Meinung. Also ich denke, wir haben heute auch die Möglichkeiten sind mittlerweile auch anders geworden. Von der Behandlung, dass wir hier von einer normalen Lebenserwartung ausgehen können. Okay, ja. Wie oft sollte ein CED-Patient zur Darmspiegelung?
Das ist eine, muss man ein bisschen differenzierte Antwort geben. Also einerseits kommt es darauf an, wie lange die, also wir sprechen jetzt von jemandem, der eine etablierte Diagnose hat und im Verlauf überwacht werden soll. Dort kommt es einerseits auf die Länge der Erkrankung, die Erkrankungsdauer kommt es an. Das heißt, spätestens auch bei gutem Verlauf sollte nach 6 bis 8 Jahren sollten regelmäßige Untersuchungen stattfinden, spätestens. Mhm. Und dann kommt es einerseits auf das Befallsmuster an, also wie viel des Darmes ist befallen. Ist der Dickdarm befallen oder ist es nur der Dünndarm? Das macht auch Unterschiede. Und dann ist es die Aktivität der Erkrankung, die wir schon besprochen haben, ja, weil eine aktive Erkrankung auch ein höheres Tumorrisiko hat. Und es sind auch Dinge wie Familienanamnese, sprich gibt es Verwandte ersten, zweiten Grades, die an einem Kolonkarzinom zum Beispiel. Also ein genetischer Einfluss dann. Genau, ein genetischer Einfluss. Aber man muss auch sagen, und dann sind die Intervalle sind üblicherweise 1, 3 oder 5 Jahre. Oder wenn eine Therapieänderung ansteht, wenn die Krankheit nicht gut kontrolliert ist, dann kann es sein, dass auch zwischendurch Endoskopien notwendig werden. Ist das auch altersabhängig, die Zeitspanne? Ja, insofern ist es altersabhängig, dass je jünger eine Diagnose stattfindet, ist häufig der Verlauf schwieriger. Mhm. Also Patienten, die erst im Alter eine Diagnose einer chronischen entzündlichen Darmerkrankung erhalten haben, typischerweise einen einfacheren Verlauf als Personen, die es sehr jung erhalten haben. Eine Frage ist eingetroffen im Zusammenhang mit Proktitis, also einer Entzündung am Rektum, der Schleimhaut. Besteht die Gefahr, dass die Entzündung über den Dickdarm dann auf den Dünndarm übergreift? Ich schaue Sie mal an. Ja, natürlich kann ich aufgreifen. Vielleicht muss man es ein bisschen anders formulieren. Also auf den Dünndarm, wenn wir jetzt, muss man ja unterscheiden, eine Proctitis ulcerosa nehmen, also wenn wir sagen, das ist eine Entzündung, das ist eher das Typische, dann wäre eher die Frage, ob die Sorge ist, dass die Proctitis weiter auf den Dickdarm nach oben steigt. Und die kann man mit Ja beantworten. Aber eine Colitis ulcerosa wird sich im Allgemeinen in der Entzündungskonstellation nicht im Dünndarm wiederfinden. Mhm. Es gibt zwar dann selten, wenn jemand eine ganz, ganz schwere Entzündung des gesamten Dickdarms hat, dass tatsächlich dann im Prinzip das Endstück des Dünndarms, wenn man da reinspiegelt, ein bisschen Entzündung nachweist, man nennt das Backwash-Ileitis, aber das ist keine spezifische der Colitis ulcerosa zugeordnete Entzündung. Bei einer Diagnose, was ist dann die Therapie in dieser Situation? Also jetzt bezogen auf die Proctitis ulcerosa oder auf die Colitis ulcerosa, das ist wirklich sehr individuell, also auf die Proctitis ulcerosa, sage ich einfach, wir versuchen natürlich das ist wie eine Pyramide, die wir an Therapeutika haben, und wir versuchen natürlich mit den effektivsten und nebenwirkungsärmsten Medikamenten zu starten. Das wäre in dieser Form das Mesalazin. Mhm. Das wäre in Zäpfchenform, wenn es jetzt um eine Proctitis ulcerosa geht. Und da ist natürlich abhängig, wie sich das verhält, und je nachdem muss man dann eine stufenweise Erhöhung der Therapie vornehmen. Aber grundsätzlich versuchen wir, mit einem lokal wirkenden Medikament zu starten, das möglichst wenig Nebenwirkungen hat. Ja. Darf ich nur noch mal etwas ergänzen? Also ich glaube, der Punkt, der Stefan Wawrika vorher gesagt hat, über das Shared Decision Making, dass man sich gemeinsam klar werden muss, was ist der Therapieweg, weil es gibt eigentlich immer mehrere Möglichkeiten, wie man das handhaben kann. Das möchte ich wirklich betonen. Getrauen Sie sich, Fragen zu stellen, getrauen Sie sich, all diese Optionen sich erklären zu lassen, weil eine gemeinsam getroffene Entscheidung, die hält länger und besser, als wenn man sich quasi bestimmt fühlt. Ja. Und ich möchte einen Spoiler noch machen, oder einen Teaser. In ein paar Tagen ist ja der IBD World Day und es gibt den Podcast Buchgefühl. Dort wird es genau um dieses Thema des Shared Decision Making gehen. Okay, danke für den Hinweis. Stenosen sind diese Verengungen oder eine Erscheinung, die immer wieder auftritt. Empfehlen Sie da automatisch eine Operation und wenn ja, welcher Art? Ja, also allgemein gehalten würde ich so als Endoskopiker mir erstmal anschauen, wo die Stenose ist und ob das eine kurzstreckige Stenose ist. Also man kann tatsächlich auch einige Stenosen einfach dann mit einem Ballon wieder aufdehnen.
Und dann würde man sicherlich perspektivisch, wenn keine ausgeprägte Entzündung ist, wenn da jetzt keine großen Fisteln drin sind, keine Abszesse, eine alleinige, kurzstreckige, narbige Stenose erstmal versuchen aufzudehnen. Ansonsten, wenn es längerstreckige Stenosen sind, die man nicht aufdehnen kann, dann muss man sich sicher sein, ist es tatsächlich eine rein narbige Stenose oder ist noch sehr viel Entzündung drin. Das gelingt nicht immer ganz einfach. Also wer das alles schon mal ein bisschen erlebt hat, da muss man wirklich eine gute Endoskopie machen. Ultraschall, Laborwerte, gegebenenfalls auch mal Kontrastmittel beim Ultraschall verwenden, um sicher zu sein, da ist doch noch ordentlich Entzündung drin. Es macht Sinn, erstmal eine antientzündliche Therapie zu machen, um zu sehen, ob diese Engstelle, wo viel Entzündung ist, vielleicht nach einer antientzündlichen Behandlung doch nicht mehr ganz so eng ist und der Patient weiter damit ohne Operation leben kann. Ansonsten natürlich ganz klar, wenn es eine längerstreckige Engstelle ist, mit dementsprechender, das kennen Sie alle, diese Symptomatik, Bauchschmerzen, Krämpfe und dann plötzlich, wenn diese Engstelle überwunden ist, löst sich das wieder, dann sollte man den Chirurgen operieren lassen. Mittlerweile bin ich da auch etwas entspannter, weil wirklich sehr gute Chirurgen auch das laparoskopisch mittlerweile machen. Das heißt also, mit drei Löchlein kann man dann im Prinzip laparoskopisch Engstellen behandeln. Und mit der Option kann man sich dann ein bisschen großzügiger an den Chirurgen wenden. Wie oft soll ein Patient mit der Diagnose CED zur Kontrolle gehen? Viele haben Angst, es ist diese Unsicherheit, was kommt jetzt, welche Diagnose? Wie sehen Sie das jetzt als Ärzte? Ich kann vielleicht dazu sagen, dass es auch Schweizer Daten dazu gibt, wie es von den Symptomen, wie lange es geht, von den Symptomen bis zur Diagnosestellung. Diese Daten sind schon ein bisschen älter. Und es geht Monate zwischen den Erstsymptomen bis zur Diagnosestellung. Und das betrifft einerseits die Zeit, eben bis man sich überwindet, zu jemandem zu gehen, der das ärztlich anschaut, aber dann auch wir Ärztinnen und Ärzte haben dann manchmal unsere Mühe, bis wir herausgefunden haben, was eigentlich genau los ist. Und das ist insbesondere beim Morbus Crohn der Fall. Und was wir aus den Daten gelernt haben, das sind eben aus der eigenen schweizerischen Kohorte, ist, dass nach einem Jahr erst 75% aller Patienten mit zum Beispiel einem Morbus Crohn diagnostiziert sind. Nach einem Jahr? Und insbesondere im Morbus Crohn sind die Ärztinnen und Ärzte schuld, dass es so lange geht und weniger die Patienten, die nicht zur Konsultation gehen. Und das heißt, es gibt eine diagnostische Verzögerung, weil es eben eine schwierige Erkrankung ist. Ja. Also ich würde da gerne schon noch was hinzufügen. Und zwar, wenn Sie das Mikrofon bitte. Ja, also ich denke, dass bei den Kontrollen wichtig ist, dass es individuelle Bedürfnisse gibt. Und da gibt es Leute, die sind vielleicht in einem Schub. Und dann kann es schon mal sein, dass ich diesen Patienten 4-5 Mal in einem Monat sehe. Und das ist nicht immer einfach zu organisieren. Und dann gibt es Leute, die kommen ein Jahr nicht, weil sie in einem perfekten Zustand sind, eigentlich den Arzt nicht brauchen. Gibt es eine Situation zum Beispiel, dass man ein neues Medikament anfängt, man muss das Labor kontrollieren, da müssen Sie auch häufiger kommen. Also es ist wirklich sehr individuell, wo befinden Sie sich auf dieser Reise, auf dieser Zeitachse in Ihrer Erkrankung. Also ich kann nicht sagen, ich muss Sie einmal im Monat sehen oder einmal im Jahr. Es ist wirklich sehr individuell abhängig, wo sind Sie gerade. Okay, ich danke Ihnen. Wir machen jetzt einen Sprung zur Therapie. Sie sind mit Verdacht entlassen. Und ich danke Ihnen vielmals für Ihre Auskünfte. Meine Damen und Herren, ich habe gesagt, Thema, das nächste ist Therapie. Und da haben wir wieder drei ganz tolle Spezialisten. Der Gerhard Rogler ist Professor am Unispital in Zürich. Die Christine Manser, sie ist Privatdozentin im Kantonsspital Frauenfeld. Und der Dr. Christoph Matter vom Gastroenterologischen Praxis- und Kronkolitis-Zentrum in Bern. Okay, also. Therapie, Stand der Forschung. Meine Dame, und wenn ich Schweizerdeutsch rede, ist okay. Ja. Werden neue Wirkstoffe in Zukunft für eine bessere Therapie eine Rolle spielen? Gibt es gar keine neuen?
Doch, es gibt immer wieder neue, aber die Entwicklung dauert halt lang. Momentan gibt es zum Beispiel Entwicklungsscheins, das erste Medikament zu geben, das gleichzeitig gegen Striktur, gegen Stenosen und gegen Entzündung wirkt. Oder bisher hat man für Stenosen noch gar nichts. Also es kommen mindestens 3, 4, 5 neue Medikamente auch schon wieder in der Entwicklung. Heißt das, dass die Entwicklung jetzt in dem Sinne in der Forschung die Krankheit mindert oder dass sie sie besser therapierbar macht? Ja, besser therapierbar macht. Also es gibt einfach weitere Therapieoptionen, beispielsweise auch wenn Patienten schon vortherapiert sind und da die Therapie nicht funktioniert hat, dass man weitere Optionen hat, wenngleich wir wissen, dass wenn Patienten mit multiplesten Medikamenten vortherapiert sind, es schwierig ist, auch mit Folgepräparaten, auch mit neuen Präparaten, die Patienten gut zu therapieren. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass neue Präparate eine höhere Ansprechrate haben und eben, wie der Gerhard das gesagt hat, auch neue Therapieoptionen mit sich bringen, wie eben Therapie von Stenosen etc. Wir haben jetzt gerade beim Bruno Giardina gehört, dass er wie austherapiert war und dank der Tatsache von einem neuen Medikament ihm jetzt auch besser geht. Eine weitere Frage, die gestellt wurde, sind Biosimilars. Oder? Die sind mal billiger, aber sie sind auch gleich wirksam. Ein Patient, der die Frage gestellt hat, hat das Gefühl gehabt, seit er umgestellt ist auf billigere Medikamente, hat sich sein Zustand verschlechtert. Ist das ein individuelles Gefühl? Sind die gleich wirksam? Oder gibt es da Wirkungsunterschiede? Ich muss vielleicht dazu sagen, Biosimilars sind eben similar. Es sind nicht Generika in dem Sinn. Es ist nicht genau gleich. Wobei die aktuellen Studien zeigen, dass zum Beispiel für gewisse TNF-Alpha-Inhibitoren, dass die sehr gut wirken und sehr ähnlich effektiv sind. Wir, das grosse Zentrum in Bern, sind recht vorsichtig, wenn wir Patienten haben, die schwerst krank sind, akut, dann tun wir teilweise schon auf das Bewerten setzen. Aber wenn man die Daten anschaut, die wissenschaftlichen Daten und Studien von der Biosimilar, muss man sagen, die sind wirklich gut, oder? Und die Sicherheit ist vergleichbar und die Effektivität. Vielleicht da noch eine Nachfrage. Wie problematisch kann so ein Switch sein? Ja, es gibt natürlich, wie es einen Placebo-Effekt gibt, gibt es das Umgekehrte auch, oder es gibt einen Nocebo-Effekt. Die Verunsicherung von einem Switch, den man nicht will, der Stress, den man dabei hat, das allein kann schon einen Schub auslösen. Darum darf man auf keinen Fall so einen Switch erzwingen. Und ich sehe das schon kritisch. Bei uns am Unispital, muss man ehrlich sagen, ist die Entscheidung irgendwo in der Apotheke gefallen, dass man jetzt nur noch ein Biosimilar hat. Und wir müssen jetzt einen einseitigen Antrag an den Apotheker. Ich will jetzt nicht sagen, da fällt mir ein Zacken aus der Krone, aber ich finde schon, ich bin jetzt über 60 und ich muss dann so einen 30-jährigen Apotheker, der noch nie einen Patienten mit Crohn oder Colitis behandelt hat, einen einseitigen Antrag stellen, warum ich kein Biosimilar will. Ja. Machen Sie sich ein Urteil dazu? Da vielleicht in dem Zusammenhang bei einer längeren Mission, wo es einem wunderbar geht, hat man vielleicht das Gefühl, es ist nicht schlecht, wenn ich etwas weniger nehme von diesem Brot auf Strich. Das ist ein Thema, das wir ständig diskutieren. Oder? Das ist jeden Tag in der Sprechstunde diskutieren wir genau diese Frage. Da muss man sagen, das muss man differenziert anschauen mit den Patienten. Das ist unterschiedlich, je nachdem, welches Medikament das man anschaut, sieht man Daten. Bei gewissen sieht man Rückfallrate 40 bis 50% nach einem Jahr, nach 7 Jahren bis 80%. Bei anderen Medikamenten, bei neuen Medikamenten haben wir auch gesehen, 74% nach 9 Monaten. Ich denke, das ist etwas, was man mit den Patienten differenziert betrachten muss. Haben sie Nebenwirkungen? Wie geht es ihnen? Und vielleicht auch die Vorgeschichte anschauen. Wie schwer war der Verlauf? Haben sie Fisteln, penetrierende Erkrankung gehabt? Vielleicht x Rückfälle, mehrere Medikamente gebraucht, bis es funktioniert hat? Ich denke, das sind x Faktoren, die man mit den Patienten anschauen muss und dann zusammen eine Entscheidung treffen. Oftmals mache ich ja das im Geheimen, oder? Ich nehme einfach ein bisschen weniger und ihr wisst es gar nicht. Wie geht man denn mit dem um? Ich glaube, das muss man offen fragen. Also am Ende geht es ja nicht darum, dass ich zufrieden bin, sondern dass es dem Patienten gut geht. Das sage ich den Patienten auch immer. Also wenn es jetzt zu einem Schub kommt,
der Patient vielleicht das eine oder andere Mal auch nicht zu einer Konsultation gegangen oder gekommen ist und ich den Verdacht habe, vielleicht nimmt er die Medikamente nicht so, wie wir das miteinander vereinbart haben, spreche ich das direkt an. Es bringt, wie gesagt, er nimmt die nicht für mich, er nimmt die für sich. Und wenn der Patient aus irgendeinem Grund den Eindruck hat, er möchte das in reduzierter Dosis nehmen, gar nicht mehr nehmen, dann soll er mir sagen, warum, welche Ängste dahinter stecken, welche Überlegungen dahinter stecken, dann muss man es miteinander diskutieren. Weil eben das ist das, was wir im Eingangsvortrag gehört haben, es geht darum, dass der Patient gut informiert ist. Wenn er irgendwas gelesen hat in irgendwelchen Foren oder was auch immer und das dahinter steckt, soll er das einfach offen ansprechen und dann kann man es miteinander diskutieren. Aber am Ende ist es auch mir lieber, der Patient sagt, ich nehme es nicht so, wie Sie es empfehlen, dann muss ich sagen, ja gut, dann ich würde es anders empfehlen, aber der Patient sollte einfach ehrlich sein, weil es geht um sein Wohlbefinden und nicht darum, dass ich zufrieden bin. Es ist ja für euch wichtig zu wissen, ist es ein therapeutischer Fehler oder hat der Patient etwas umgestellt, oder? Absolut. Also ich denke, was sicher auch eine Rolle spielt, ist die Beziehungsebene. Oder ich meine, gewisse Patienten kenne ich seit über 10 Jahren, ich kenne ihre Kinder, ich kenne die Ehepartner, die zum Teil mitkommen. Und ich denke, da hat man wirklich, man ist länger miteinander unterwegs und die sprechen nicht nur über ja, medizinische, sondern auch andere Dinge. Und nachher habe ich den Eindruck, wenn man sie länger kennt, sind sie offener, ihm zu sagen, ich finde das jetzt nicht gut, ich möchte es anders machen. Ich finde, das ist auch eine Frage für die Beziehungsebene. Jetzt liest man immer wieder von neuen Möglichkeiten. Jetzt gerade als Patientin und Patient möchte man das ausprobieren. Und überall hört man, Stuhltransplantationen sind das A und O. Der lacht, aber ich möchte noch eine Antwort. Man muss ganz klar sagen, wenn man das anschaut, was die Stuhltransplantationer bei der Colitis erreichen, beim Crohn machen sie gar nichts, oder? Haben sie überhaupt keinen Vorteil. Aber bei der Colitis machen sie einen Unterschied zu einer sogenannten Placebo-Transplantation, wo man halt braunes Wasser nimmt, von 20-25%. Und das ist ungefähr der Unterschied, den auch neue Medikamente machen, oder? Okay. Was Schleimhautabheilung angeht. Also es ist nicht schlecht. Und wir würden es auch gern mehr machen. Aber ich will jetzt nicht schon wieder jammern. Leider ist es so, dass die Swissmedic uns gesagt hat, wir dürfen es nicht mehr. Weil dieser Stuhl für die Transplantation muss nach sogenannten GMP-Bedingungen von der Apotheke mit hergestellt werden. Das heißt, er muss zum Beispiel in sterilen Kübeln abgefüllt werden mit steriler Kochsalzlösung. Da gibt es jetzt einen riesen Aufwand. Wir betreiben den gerade mit der ehemaligen Kantonsapothek, mit Zürifarm. Aber das ist ein regulatorischer Aufwand. Es gibt keine scheiß Fragen, aber es gibt viele scheiß Regularien. Macht ihr es aber bei euch an der Klinik? Also wir dürfen momentan noch nicht, weil die Swissmedic gibt uns dann irgendwann vielleicht eine Herstellungserlaubnis, oder? Okay, habe ich nicht gewusst. Gilt offensichtlich für alle. Calprotectin ist ja, so ein Indikator, der zeigt, wie die Entzündungssituation herrscht, oder? Wie sinnvoll ist es, das Protein regelmäßig zu messen? Sehr sinnvoll. Also wir machen es so, dass wir bei den Patienten, auch wenn es denen klinisch gut geht, regelmäßig Calprotectin im Stuhl bestimmen, weil man aus Studien weiß, dass der Anstieg des Calprotectins oftmals den Symptomen, die der Patient bei der Entzündung spürt, vorausgeht. Das heißt, wenn wir das Calprotectin bestimmen und es zeigt sich ein Anstieg, dem Patienten geht es gut, dann muss man ein bisschen auf der Hut sein. Das führt dann nicht unmittelbar dazu, dass wir irgendwas an der Therapie ändern, aber das führt doch dazu, dass man vielleicht die nächste Kontrolle vorzieht, einen Ultraschall macht, schaut, sieht man eine Darmwandverdickung, irgendetwas. Also das ist gut belegt, wissenschaftlich, und darum machen wir das regelmäßig, nicht nur, wenn Patienten Symptome haben, sondern vor allem eben auch, wenn sie keine Symptome haben. Aber das heißt, dass der Patient regelmäßig bei euch muss Besuch kommen? Nein, also der Patient kann das Röhrchen mitnehmen. Das Calprotectin ist ein sehr stabiles Protein, ja. Also das ist 7 Tage, glaube ich, stabil. Das heißt, der Patient kann zu Hause eine Stuhlportion abfüllen und das mit der Post ins Labor einschicken. Ja. Das heißt, im Prinzip braucht es keinen Kontakt in dem Moment. Der Patient kann mehrere Röhrchen, das haben die Patienten auch, mehrere Röhrchen zu Hause. Gerade auch, wenn sie merken, ich bin mir nicht sicher, der Bauch meldet sich, dann hat er ein Röhrchen, kann es gerade parat machen, einschicken, mir eine E-Mail schreiben. Ich habe
übrigens ein Röhrchen geschickt. Das ist relativ gut möglich. Mhm. CED-Patienten haben ja einen höheren Spiegel, oder? Grundsätzlich. Bezüglich dem Kaprolactin. Die haben zum Teil wirklich komplett normale Werte, wenn sie in Remission sind. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Wir haben mehrere Assistenzärzte bei uns und auch Fachärzte. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, Patienten haben gelegentlich Bauchschmerzen, sowohl Leute mit, mit IBD, CED, aber auch Patienten oder Leute, die keine chronische entzündliche Darmerkrankung haben. Und ich denke, es ist schon wichtig, die Leute nicht überzutherapieren. Das heisst, wenn ihr in der Sprechstunde jemanden habt, der sagt, ich habe Bauchweh, ist das Kaprolactin hilfreich, um zu objektivieren, ist dann wirklich die IBD, die chronische entzündliche Darmerkrankung, aktiv. Das heisst, man möchte die nicht überbehandeln. Oder? Das heisst, wenn jemand Bauchschmerzen hat, das Kaprolactin ist normal, wenn wir je nachdem einen Ultraschall machen. Und die Leute, die können halt auch potenziell auch ein Reizdarmsyndrom haben, zusätzlich. Also auch die Übertherapie sollte man verhindern oder vermeiden. Und Leute eben, wie Christine schon gesagt hat, die halt gleich eine Entzündung haben, aber keine Schmerzen, man sollte beide können gut behandeln. Ja. Empfehlt ihr das regelmäßig zu messen, jetzt ohne frühere Anzeichen? Es kommt immer darauf an, was regelmäßig heißt. Also ich würde es auf keinen Fall jede Woche messen und mir dabei Angst machen, oder? Es kommt auch auf die Situation an. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Therapie aufhören will, ja, kann man ja machen. Wenn jemand 4 Jahre beschwerdefrei war, dann bespricht man das, guckt nach. Wenn keine Entzündungszeichen da sind, stoppt man es. Dann macht es zum Beispiel Sinn, dass man es nach einem Therapiestopp alle 2 Monate misst, dass man sehr frühzeitig vielleicht die Therapie wieder anfangen kann, oder? Jemand, der über Jahre schon beschwerdefrei ist, der muss das dann nicht jeden Monat oder alle 2 Monate messen, sondern da macht man es halt vielleicht mal alle 3 Monate. So muss man das auch wieder ganz bezogen auf den jeweiligen Krankheitsverlauf anpassen. Weitere Frage rund um ein Medikament und den Spiegel in dem Sinn im Körper Humira, oder? Das wird ja in der Regel subkutan oder alle 2 Wochen verreicht. Sollte dieser Spiegel regelmäßig gemessen werden? Da haben sich viele drüber gestritten und ich glaube, es gibt keine Daten, die belegen, dass das regelmäßige Messen, das proaktive Messen was bringt. Mhm. Ja. Messen tut man dann, wenn es irgendwie Zeichen gibt, dass es nicht mehr wirkt oder dass es allergische Reaktionen gibt. Dann macht es Sinn. Wenn Wirkung verloren geht, wenn es Reaktionen drauf gibt, dann misst man Spiegel. Und nicht regelmäßig, ohne dass es eine Konsequenz hat. Okay. Muss ja alles irgendeinen Sinn machen. Viele wünschen sich alternative Therapieformen. Akupunktur oder irgend so etwas in dieser Richtung. Wie ist da eure Erfahrung? Das ist etwas, wo wir regelmäßig diskutieren. Oder? Die Wünsche sind häufig da. Wir reden zum Beispiel über Kurkuma, also ein Gewürz, ein indisches Gewürz mit den Patienten. Oder? Weihrauch-Tabletten? Weihrauch, genau, haben wir auch Studien gemacht. Genau das diskutieren wir. Und ja, sicher auch schauen, dass man für gute Lebensführung anstreben kann. Oder? Patienten mit Morbus Crohn, dass man versucht, dass sie mit dem Rauchen aufhören. Auch wenn sie operiert worden sind, dass sie unbedingt mit dem Rauchen aufhören. Es gibt gute Daten, die zeigen, dass wenn man operiert worden ist, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn man weiter raucht, dass neunmal operiert werden muss, dass die Entzündung wieder kommt, dass die stark erhöht ist. Genau. Wendet ihr das so bei euch therapeutisch an? Vielleicht tatsächlich ein bisschen zu wenig, also dass man darauf aufmerksam macht. Das ist wirklich was, was häufig durch den Austausch zwischen den Patienten vielfach, dass Patienten also kommen und sagen, ich habe gehört, ich habe gelesen und dann thematisieren was und machen es auch. Ich glaube, das ist was, wo man vielleicht sich selber am Schopf packen muss, dass man das häufiger von sich aus mit den Patienten thematisiert. Ersetzt aber oftmals, also ist oftmals zusätzlich zu den etablierten Therapien und ersetzt die leider selten. Ist es dank? Pardon? Ich wollte noch sagen, wir sind ja da überhaupt nicht dagegen. Wir haben eine Studie zu Heidelbeer-Extrakt gemacht, oder? Und haben gesehen, das halbiert Kalprotektin, oder? Also es ist einfach, würde ich sagen, ein Gerücht, dass wir gegen solche zusätzlichen komplementären Therapien sind. Bloß wenn man sagt, ich gebe jetzt alles andere auf, ich mache es alternativ, dann habe ich persönlich ein Problem damit, oder? Weil das meistens ganz häufig heißt. Als Ergänzung, das könnt ihr unterschreiben, aber nicht jetzt, ich lasse all die anderen Produkte weg und hoffe auf eine göttliche Heilung. Absolut, und ich denke, Daten müssen zeigen, dass das wirkt, oder? Ja.
kann man davon ausgehen, dass es irgendwann, das ist auch eine Frage, die gestellt wurde, eine Impfung gibt, die die chronische Erkrankung im Darmbereich verunmöglicht? Impfungen kann man machen, wenn man weiß, was der Auslöser ist. Wenn wir irgendwann wissen, was der Auslöser ist, dann wird es eine Impfung geben. Mhm. Aber die Kristallkugel, wann man das weiß, der Blick ist mir leider verwehrt. Und angesichts meines Alters will ich das, glaube ich, auch nicht mehr erleben. Aber vielleicht ja, die jüngeren Kollegen hier. Immunsuppressiva, das ist eine weitere Frage. Die verlieren ja nach einer gewissen Zeit auch ihre Wirkung, oder? Jetzt gibt es da genügend neue Möglichkeiten, Therapieformen, die das wieder ausgleichen können. Wegen dem ist es auch so wichtig, dass wir Forschung betreiben können, dass man ein Studienzentrum hat, wo man mit anderen Spitälern an Medikamenten erforschen kann, weil, wie ihr sagt, eben die ihre Wirkung verlieren können. Also eben, ja, gewisse TNF-Alpha, also Medikamente 5-15% pro Jahr, je nachdem. Wichtig ist sicher, dass man die Medikamente auch gut kombiniert, je nachdem am Anfang, dass eben keine Antikörper auftreten. Von dem her ist die Forschung so wichtig. Wir haben nicht unzählige Medikamente. Genau. Cortison, pardon. Und der Bruno Giardina hat es ja auch erzählt. Jemand, der zu uns kommt, zu einer Studie, der kommt nicht als Versuchskaninchen, oder? Das Gerücht gibt es auch. Studienpatienten bei uns sind keine Versuchskaninchen. Wir versuchen für sie, die optimale Studie zu finden in einer Situation, wo sonst nichts mehr richtig hilft. Ich als Laie habe viel Cortisonprodukte, sie so das aller Weltmittel gegen entzündliche Krankheiten. Da ist eine Frage gestellt worden, Budenofalk hat für viele Patienten so einen Angstfaktor damit verbunden, dass es schwere Nebenwirkungen hat. Wie seht ihr das? Also die schweren Nebenwirkungen sind ja eher bei dem eigentlichen Cortison, was wir in der Akutsituation gerne geben, weil es schnell wirkt und es ist das perfekte Medikament. Es ist einfach nicht zur Langzeittherapie geeignet, wegen eben der Nebenwirkungen, die auftreten und vor allem auch der Langzeitfolgen, Osteoporose nur als Beispiel genannt. Ja. Und beim Budenofalk ist es so, dass das eben im Bereich der Leber bzw. des Darmes wirksam ist und man damit die Möglichkeit hat, diese systemischen Nebenwirkungen auf ein Minimum zu reduzieren. Sie sind nicht gleich null, aber sie können deutlich reduziert werden. Also eigentlich wäre die Sorge, diese systemischen Nebenwirkungen betreffend, größer bei den systemischen Cortisontherapien als jetzt beim Budesonin. Jetzt bei Knochenschwund, wo offensichtlich eine Nebenwirkung ist, kann man sagen, ja, dann muss ich einfach jeden Tag ein bisschen Calcium einwerfen. Ist das die Lösung? Das reicht nicht. Nein, der Schaden ist dann schon angerichtet. Und das ist natürlich eben eine von den Nebenwirkungen, der Langzeitnebenwirkung vom Cortison, vom systemischen Cortison. Aber also wir geben das, wir müssen das geben, es ist wie ein Feuerlöscher in Anführungszeichen, aber eben, man darf Nebenwirkungen gleich nicht unterschätzen. Es haben über, fast 70% haben Nebenwirkungen, sei es Übergewicht, sei es nachher aber auch Gemütsstörungen, gewisse werden depressiv, gewisse agitiert, wenige Prozent sogar suizidal, wenige Prozent. Also demher, und nachher halt auch das Infektrisiko. Ich denke, man darf das nicht ganz unterschätzen und es ist nicht für die Therapie gedacht. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man das auch speziell mit den Patienten therapiert, weil die merken natürlich, dass Cortison, sie sprechen super schnell drauf an, es funktioniert gut. Also ich habe ein paar Patienten, mit denen ich immer wieder das diskutiere, weil sie zwischendurch immer wieder Cortison nehmen. Ich höre lange nichts, denke, denen geht's gut, dann kommen sie zum nächsten Termin, sagen, ja, sie haben doch über Wochen Cortison genommen, dass man es wirklich diskutiert. Ja, es ist ein super Medikament und wie du sagst, ist ein Feuerlöscher, es wirkt schnell, man hat schnell eine Besserung. Aber man kauft sich auf lange Sicht da wirklich Komplikationen ein, weil das muss den Betroffenen klar sein. Weil im Moment hilft es, aber langfristig ist das einfach als Dauertherapie wirklich keine Lösung. Und offensichtlich, gewisse Medikamente haben ja eine Auswirkung auf Haut. Welche sind das und wie kann man das vermeiden? Es gibt zwei Auswirkungen. Die TNF-Hemmer machen eine trockene Haut, oder? Die machen so Schuppen und Hautjucken, das kann man oft. Mit so Öl und Rückfettung kann man das gut behandeln.
Und das andere ist natürlich, die klassischen Immunhemmer, die machen das Risiko für einen weißen Hautkrebs, wenn man halt viel an der Sonne ist. Das kann man natürlich theoretisch vermeiden mit Sonnenschutz, aber schauen Sie mich an, konsequenter Sonnenschutz schaut anders aus, oder? Also ist schwierig. Und ja, wie gesagt, gegen die normalen Hautnebenwirkungen von der TNF-Hemmer kann man was machen, aber ich glaube, es gibt niemanden, der konsequent jeden Tag einen Sonnenschutz aufträgt, um vor einem weißen Hautkrebs sich zu schützen. Das ist das Problem. Einfach vielleicht so zum Schluss, kann man, auch wenn man die Krankheit hat, weil ich auch immer von diesen verschiedenen Varianten, dass das ist, hoffen, dass man mit Therapien ein halbwegs normales Leben führen kann? Absolut. Also wir haben sehr viele Patienten, die ein komplett normales Leben führen, die, je nachdem, was sie für eine Therapie haben, vielleicht alle 8 Wochen kommen. Gewisse Leute, die sehe ich vielleicht einmal, zweimal im Jahr. Oder? Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn ich die Leute ein bisschen weniger häufig sehe. Also die ich irgendwie alle 2-3 Tage sehe, meistens ist das nicht ganz ideal. Die haben wirklich eine sehr hohe Aktivität. Aber es gibt wirklich Patienten, die sehe ich einmal, zweimal im Jahr. Oder? Weil sich das hat gelegt, weil es denen hervorragend geht. Manchmal können sie ihr Medikament stoppen. Oder? Und dann sehe ich die einmal pro Jahr. Also von dem her absolut, absolut. Und ich habe sehr viele Patienten, wir haben sehr viele Patienten, die eine hervorragende Lebensqualität haben. Denen geht es gut. Mhm. Ja, und das ist das Ziel. Aber ich habe jetzt das Gefühl, jetzt aufgrund von euren Aussagen, es ist wichtig, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, wo sowohl der Patient das Gefühl hat, er wird verstanden, wie der auch das Gefühl hat, der Patient ist ehrlich zu euch. Das ist zentral. Also eben, wenn es zum Beispiel um Wechsel der Therapie geht und der Patient hat kein Vertrauen zu seinem Arzt, dann wird es dann schwierig. Also es geht darum, dem Patienten zunächst mal, wie der Stefan das am Anfang gesagt hat, zu erklären, welche Therapieoptionen gibt es überhaupt. Das muss man auch immer aufs Setting des Patienten abstimmen. Ich habe eine Patientin, die hat 4 kleine Kinder, die hat zu mir gesagt, es ist schon schön, wenn Sie mir eine Infusionstherapie empfehlen, aber wann soll ich das machen? Für mich sind die Spritzen einfach. Also man muss es wirklich so ein bisschen auf das jeweilige Setting dann anpassen. Und da ist ganz zentral, dass der Patient sich aufgehoben fühlt und dem Arzt vertraut, dass er ihn gut berät. Und wenn er den Eindruck hat, dass das nicht der Fall ist, muss er es entweder ansprechen oder sich einen anderen Arzt suchen. Mhm. Optimalerweise ansprechen, weil häufig sind es dann kleine Sachen, die man gut aus der Welt räumen kann, aber das ist ganz zentral. Ja. Gerade bei so einer chronischen Erkrankung, die auch den Alltag vielfach ja in der Akutsituation total bestimmt. Also das Gespräch bei einer chronischen Erkrankung ist viel zentraler noch als bei einer akuten, kann man zusammenfassend sagen. Ja klar, also ich meine, wenn es dem Patienten gut geht, geht es ihm gut und wenn er in Remission ist, dann ist es alles in Ordnung. Aber wenn der Patient einen Schub hat oder auch über die Zeit hinweg, ist zentral, dass man sich kennt. Man lernt die Leute ja auch, es ist ja nicht jeder gleich. Ich habe Patienten, die kommen zur Infusionstherapie, dann frage ich, wie geht es? Ja, geht gut eigentlich und ich weiß, okay, das bedeutet, es geht überhaupt nicht gut und jetzt muss ich mich hinsetzen es und jetzt geht müssen wir das. Genau, es geht verschissen, jetzt muss ich mich hinsetzen und wir müssen es besprechen. Und dann gibt es welche, die haben immer irgendwas, was nicht gut ist, aber das hat dann nicht unbedingt mit der chronisch entzündlichen Darmerkrankung zu tun. Und so lernt man die Leute auch ein bisschen besser kennen und kann individuell auf die Bedürfnisse dann auch eingehen. Es gibt auch welche, die sind froh, wenn ich komme und frage, die sind froh, wenn ich gerade wieder gehe. Also das ist sehr unterschiedlich. Ich danke vielmals für diese ehrlichen Auskünfte. Und freue mich, zum nächsten Thema überzugehen, und zwar zur Frage von der Ernährung. Und ich denke mir, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich freue mich, dass wir da Frau Diana Studerus bei uns haben. Sie ist Ernährungsberaterin. Und der Professor Bernhard Sauter, er ist Professor am Gastrozentrum in Hirslanden. Hallo, ciao Bernhard. Wir kennen uns auch privat, darum, dass du. Ich denke, es ist sicher etwas, was die Leute hier am meisten interessiert. Gibt es grundsätzliche Empfehlungen zu Ernährungsfragen, wenn man eine CED hat?
Also ich fange mal schnell ein bisschen etwas sagen, aber ich bin eigentlich ein bisschen unnütz da vorne. Früher hat es ja auch mal Männer, also das Gendering, oder? Hat es Männer gehabt, die haben so eine Token-Frau, hat man angesetzt, die dann einfach dort guckt und lächelt. Heute ist es umgekehrt, oder? Diana Studerus weiss alles über Ernährung und ich nur mehr so viel. Bin ich natürlich schon lange dabei und habe die Diskussionen seit ewig verfolgt. Und das ist natürlich ein zentrales Thema für alle Patienten. Das ist eigentlich logisch, oder? Man hat etwas im Darm, man schießt eben, schießt und hat Probleme. Und dann sagt man, es ist ja das, was oben reinkommt, macht das Problem da unten. So hat das angefangen. Nur all die vielen Studien, die es gab, zum Teil mit 30.000 Patienten, immer am Anfang hat es gesagt, da kommt etwas, immer am Schluss, es macht wupp, ist nichts gekommen. Und das zeigt einfach, wie komplex das Ganze ist, wie die entzündlichen Darmerkrankungen heterogen, unterschiedlich sind. Es ist nicht einfach, es gibt wahrscheinlich nicht nur ein Morbus Crohn und eine Colitis ulcerosa. Ich glaube, in der Zukunft werden die Namen alle verschwinden und es wird irgendwann hat dann eine Freude, noch Einteilung zu machen. Und das widerspiegelt auch vom Essen und dass halt nicht etwas gibt, man isst Omega-3-Fischöl. Das war einmal ganz en vogue und dann geht alles gut. Und für alles Komplexere muss dann Diana sagen, was man muss essen. Kann man, danke vielmals Bernhard, kann man aber grundsätzliche Empfehlungen abgeben oder ist das völlig außerhalb von einer Seriosität? Nein, das ist es nicht. Also, als ich studiert habe, hat es geheißen, Ernährung und CD haben nichts miteinander zu tun. Das war vor 15 Jahren gewesen. In den letzten 15 Jahren ist aus dem geworden, es könnte einen Zusammenhang geben und mittlerweile gibt es spezifische Ernährungstherapien für den Schub. Also für alle die von Ihnen, die im Schub sind und sich fragen, was kann ich machen. Für diese Situation haben wir konkrete Empfehlungen, die sehr gut abgestützt sind für Morbus Crohn. Kann ich da gerade einhängen? Wie ja. Konkret sehen die aus? Vielleicht sehr anders als das, was man sonst empfiehlt. Also wir kommen weg von Diversität, möglichst viel verschiedenes Essen hin zu wenig Verschiedenem, weil man mit dem das Immunsystem ein Stück weit modulieren können. Und wenn das Immunsystem weniger muss unterscheiden muss zwischen verschiedenen Proteinen oder man nennt das auch Antigen, macht es vielleicht auch weniger Fehler, tut vielleicht auch nicht Sachen attackieren, die harmlos sind. Also man versucht, das Nahrungsmittelspektrum massiv einzuschränken. Das ist kein Spaziergang. Mein Job ist, diesen Spaziergang zu begleiten und gleich zu schauen, dass man genug und möglichst mit dem hohen Genuss noch essen kann. Mhm. Machen wir aber nur eine bestimmte Zeit. Also der Ursprung eigentlich von dem, und das sind uns Kinderärzte natürlich weit voraus, oder? Ist ganz klar, weil Pädiater, Kinderärzte haben das Problem, es gibt ja selten Studien an Kindern. Da kommen die Medikamente raus und kann man es bei Kindern brauchen oder nicht. Und die sind wahrscheinlich dann halt einfach müssen, sagen Sie es so, aus Verzweiflung etwas anderes suchen. Und dort haben wir gefunden, dass man sagt, dem Astronautenkost, wie man dem sagt, Modulen ist ein Produkt. Und haben wir können zeigen, dass also das bei Kindern mit Morbus Crohn genauso gut wirkt wie zum Teil wie Cortison. Mhm. Genau. Nur ist das nicht essbar auf die Länge. Ja, hab ich gerade wollen sagen. Es ist nicht unbedingt ein Genuss. Oder? Nein. Und die Idee war eigentlich, jetzt von diesen neuen Strategien den Effekt von Modulen wie zu imitieren, aber mit Essen. Also, dass man gleich essen kann, aber den gleichen Effekt hat. Und das ist jetzt bei Morbus Crohn gelungen. Bei Colitis ulcerosa gibt es am St. Gallen Kantonsspital gerade eine Studie, wer von Ihnen Colitis ulcerosa hat und will mitmachen, schreibt mir ein Mail. Ich mache gerne Kontakt. Eine Frage, die ist eingetroffen ist, zuckerfreie Diät. Hilft die gegen Schub? Also, es ist kompliziert. wenn wir in die Daten schauen, und wenn mit einer zuckerfreien Ernährung einen Schub verhindern, müssen wir zum heutigen Zeitpunkt sagen, nein. Die Schwierigkeit ist, Zucker essen wir ja nicht nur als Zucker mit dem Löffel, sondern es ist in Backwaren, in Schoki, in Glasse, im Ketchup, im Senf, whatever. Und das sind extrem unterschiedliche Lebensmittel. Also es ist schwierig, dort wirklich eine gute Korrelation, also einen Zusammenhang zu finden in der Studie. Mhm. Was man aber sieht, ist, je mehr verarbeitet etwas ist, also ob Sie Schoki essen oder eine Banane oder einen Donut, ist einfach ein Unterschied. Und der Zucker aus dem Donut ist etwas anderes als der Zucker in der Banane. Das wäre meine Antwort. Und in der Schoki.
Ich bin viel einfacher gestrickt. Sie weiß das alles ganz genau. Ich versuche etwas einmal Praktisches mit den Patienten zu erarbeiten. Oder? Und wenn ich nicht rauskomme, schicke ich sie eben dann Diana, die sie dann noch besser beraten. Aber man muss ganz klar sagen, verarbeitete Sachen, oder? Das ist sicher all die E's und die Konservierungsmittel. Man weiß auch so die Emulgatoren, Carrageenan und all das, was es gibt, weiß man, dass die nicht gut sind, dass die generell können Entzündung im Darm auslösen. Also das ist ganz klar. Und ich sage immer, ich weiß nicht, wem ich das gestohlen habe, aber ich von ihr, man soll nichts essen, wo es einen Fernsehwerbespot dafür gibt. Das hast gut, das ist eine klare Hilfe. Und wegen dem Zucker schon. Nestle lässt grüßen, oder? Entschuldigung, ja. Wir haben jetzt vorher schon Nestle-Reklame gemacht, genau. Das ist gut, dass du es anders sagst. Aber was ich wollte sagen ist, Zucker kann nicht den Schub wegmachen. Aber es ist ganz klar, was hat Jan angesprochen, ein Donut oder konzentrierte, hochkonzentrierte Zucker und rotes Fleisch und das, was man wüsste, ist ungesund, ist sicher auch nicht gut, wenn man eine Entzündung hat. Mhm. Und so versuche ich das relativ auf meinem primitiven Level mit den Patienten zu besprechen, was vielleicht man kann einbauen in den Lebensstil, wo es ist wie Puzzleteile, die Therapie, die dann auch noch mithilft. Oder? Eine Kollegin von euch aus Deutschland, Frau Dr. Ritzmann, hat gesagt, dass Fasten, also Intervallfasten, extrem positive Auswirkungen hat auf den Krankheitsverlauf, sogar die Krankheit sozusagen eliminiert. Ich möchte da gerne wissen, wie dir dazu steht und was heisst therapeutisches Fasten, oder? Also ich habe Ernährung und Diätetik studiert und bin daran interessiert, dass Menschen können essen und nicht essen. Aber es ist so, Fasten hilft, besonders Morbus Crohn. Die Idee von diesen Astronauten-Kost-Diäten oder jetzt der moderneren Strategie ist eigentlich, dass sie trotzdem können essen, aber der Körper den Impuls bekommt, wie wenn sie würden fasten. Mhm. Also wir verstehen die Fasteneffekte extrem gut, die sind per se antientzündlich, aber wir kriegen das auch an, ohne dass sie mehr als den halben Tag nichts essen. Das Problem ist, bei der chronisch entzündlichen Darmerkrankung möchten wir, dass die Muskelmasse möglichst gut erhalten bleibt, dass sie zweig sind, dass sie fit sind und leistungsfähig. Wenn sie Muskelmasse verlieren, macht das etwas mit dem Immunsystem und das per se ist wieder ein Risikofaktor für einen Schub. Also ich finde, Fasten muss man sehr, sehr individuell anschauen und ich würde es eher befürworten bei Männern als bei Frauen. Man muss dort auch einfach das biologische Geschlecht unterscheiden. Mhm. Es ist keine einfache Antwort, wie häufig in der Ernährung, aber es kann eine Idee sein, Fasten oder so fasten-imitierende Strategien zu nutzen. Mhm. Genau. Therapeutisch Fasten, Herr Doktor, ist was? Das ist eine gute Frage. Es ist so, Fasten ist ja weit angeschaut worden, in allen möglichen und auch molekular aufgeschafft worden. Und so. Und es gibt gewisse Gene, die aufreguliert werden, die auch Antikrebs und Anti-Aging, alles, genau, alles Anti oder Pro. Und man muss einfach auch da dazu sagen, alles, was extremistisch gemacht wird, und vor allem, ich sage auch immer den Leuten, wenn Diana jetzt ihnen so eine Diät empfiehlt, wo sie so anschießt, dass ihre Lebensqualität wegen dieser Diät so runtergeht, dann machen sie nicht, oder? Genau. Also, man muss die Dinge machen. Und fast ist nicht jedermann Sinn, so, was so indisch 16, 8 und so. Und das ist eigentlich alles relativ einfach machbar, wenn man das will. Ob das dann wirklich einen messbaren, konkreten Effekt hat, ist schwieriger. Ich meine, es gibt einen verrückten Holländer, der hockt ins Eiswasser anderthalb Stunden und sagt, kann die Entzündung eliminieren. Mhm. Ich meine, da gibt es auch molekulare Studien, dass die etwas machen mit seinen Entzündungswerten im Blut. Es gibt viele Sachen, die man probieren kann, aber am Schluss des Tages, wie vorher die Therapiesession gesagt hat, Weihrauch, Kurkuma, G-Pilz oder was? Heidelbeere. Genau. Das kann alles mithelfen, aber ich glaube, man muss das ein bisschen globaler anschauen. Okay. Trend ist vegan oder vegetarisches Leben. Ist das sinnvoll als Ernährung bei CED? Du hast jetzt schon die Nase gerümpft, ich weiss. Also ich fange mal an, ich kann ja dann noch doppeln.
die Idee von jemandem, der sich mit Fleisch und mit allem ernährt und dann plötzlich vegan isst, ist eigentlich genau die Strategie, die wir verfolgen mit diesen therapeutischen Diäten im Schub. Wir versuchen, das Nahrungsmittelspektrum schnell und heftig zu verändern. Also ja, es kann sein, dass eine vegane Ernährung kann kurzfristig helfen. Meistens heben die Effekte etwa 6 Wochen und dann kommt die Entzündung langsam zurück. Wir sehen im Moment ein bisschen bessere Daten, dass vegan oder vegetarisch bei der Colitis ulcerosa hilft. Bei Morbus Crohn hat es wahrscheinlich weniger einen Einfluss. Aber muss man noch zusätzlich Nahrungsergänzungsmittel nehmen, um das auszugleichen, was einem fehlt, wenn man kein Fleisch isst? Meiner Meinung nach ja. 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 Aha. Das ist ganz ein zentraler Punkt, oder? Sowieso. Oder das darf man nicht unterschätzen. Viele Patienten, die eine chronische Entzündung haben, wenn alle in Remission sind, ist es kein Problem. Aber die haben gewisse Mangelerscheinungen oder gewisse Mangel, die man routinemäßig kontrollieren muss. Und dann, wenn man darauf abends so einen Therapiewechsel macht, dann gibt es rechte Risiken. Also man muss natürlich Vitamin B12 und Eisen und aber noch viele andere Sachen, die man wirklich muss kontrollieren muss. Sonst läuft man dann wirklich in eine Mangelerscheinung rein. Und darum sage ich, ich bin nicht ein... Also vegetarisch ist einfacher, vegan ist dann schon einmal ein bisschen schwieriger. Und es braucht einen rechten Aufwand und es braucht aber auch Kontrolle. Und das muss ich sagen. Und es ist nicht, darum habe ich gesagt, das aller... Welches Heilmittel für das, oder? Probiotika sinnvoll oder primäres Geschäft? Also, es hat angefangen schon lange. Oder? Also 1907, oder? Da, wo man irgendwelche mal Bakterien im Ersten Weltkrieg gefunden hat. Und die haben dann gefunden, wenn das nimmt, dann haben die anderen keinen Durchfall mehr, die hatten die Probiotika, den E. coli-Nissel. Dort hat das irgendwie mal angefangen und hat sich dann kontinuierlich entwickelt. Mittlerweile ist das so ein zoologischer Garten, dass das für mich nicht mehr überschaubar ist. Und jeder sagt, das ist besser als andere. Wir haben mehr von dem und wir haben mehr von dem. Es hat dann in den 90er Jahren Studien in Italien gegeben, vor allem mit einem Probiotikum, wo bei der speziellen Form bei Colitis ulcerosa, wenn man den Darm rausnehmen musste und eine sogenannte Pouch gemacht hat, dass das gegen Pouchitis gewirkt hat. Wir sind in Amerika, ich war 12 Jahre in New York, wollen versuchen und dann haben wir einfach immer noch gesagt, das wirkt nur in Italien, aber nicht in New York. Ich will nichts dagegen sagen und ich empfehle es meinen Patienten zum Teil wirklich, aber auch da ist wieder das genau gleiche Prinzip wie vorher. Ist nicht schlecht. Man darf auch nicht immer zu viel davon erwarten. Also, kann man sich grundsätzlich entzündungshemmend ernähren? Das wäre, wie wenn Sie mich fragen würden, kann man sich grundsätzlich gesund ernähren? Was heisst entzündungshemmend? Man muss das definieren. Ich bin der Meinung, es ist möglich, gewisse Sachen, der Bernhard hat vorher Zusatzstoffe, Emulgatoren usw. genannt, wegzulassen, wo man schon weiss, die haben einen entzündlichen Effekt. Ich glaube aber, dass eine antientzündliche Ernährung so noch nicht definiert ist und wir aber dran sind. Also es gibt erste schöne Arbeiten, die alle Erkenntnisse zusammenfassen, die wir haben bis heute, wo man Sachen daraus ableiten kann. Und ich glaube, du empfiehlst doch antientzündliche Ernährung? Nein, komm, du schreibst immer auf Verordnung. Wir streiten sehr oft, das ist Teil des Business. Also wenn ich es zusammenfasse, alles, was Ihre Urgroßmutter kennt, kocht und gegessen hat, ist wahrscheinlich antientzündlich. Beim Brot ist es Sauerteigbrot. Beim Fleisch ist es nur einmal in der Woche. Beim Zucker ist es sparsam. Verarbeitete Lebensmittel hat es nicht gegeben. Ganz kurz. Gut, das habe ich mir erhofft, das können wir alles mitnehmen. Auf dem Niveau bin ich eben auch angekommen, das funktioniert auch. Ja. Gibt es denn Studien jetzt zu Kurkuma und zu Weihrauch? Es gibt Studien, genau. Mit welchem Resultat? Es ist kompliziert. Ich glaube, ich sage das Satz noch 7 Mal. Also es gibt zu Kurkuma, Weihrauch, Heidelbeere und sehr viele Studien. Die Ergebnisse sind sehr heterogen und man muss immer anschauen, ob man versucht, einen Schub zu verhindern oder einen Schub zu therapieren. Ja. Grundsätzlich, es ist vorher besprochen worden, es kann eine Ergänzung sein, aber nicht Medikamente ersetzen. Ich habe viele Menschen, die sagen, es hilft. Ich habe genauso viele, die sagen, es hilft nicht. Münzen werfen oder ausprobieren. Kann eine Ernährungstherapie jetzt eine Stenose abschwächen? Stenose muss man unterscheiden in
eine entzündliche Stenose, wenn eine Stenose ja Verengung vom Darm, wenn etwas nicht gut durchgeht, häufig dann zu Bauchweh führt. Wenn das eine reine Entzündung ist und jetzt vielleicht eben das Kurkuma beim Morbus Crohn, wo dort schon wirkt, kann das vielleicht bei dort ein bisschen helfen. Stenose, wenn die lang ist, dann vernarben die, dann sagen wir dann Fibrose, dann sind es narbige Verengungen. Dort hat der Professor Ogler gesagt, ist, sind wir jetzt das erste Mal dran, vielleicht ein Medikament zu haben, das dort etwas nützen kann. Bis jetzt haben wir gar nichts gehabt. Mhm. Genau. Ja. Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin D, du hast es vorhin erwähnt, Omega-3 ist etwas, das auch immer wieder auf der Liste steht. Wie soll man die nehmen? Sind die, oder könnte Omega-3 sogar eine Verschlechterung von der Situation, was gewisse Leute auch das Gefühl haben, bringen? Wie soll man die nehmen und was ist jetzt eure Empfehlung? Willst du? Also bei Omega-3 ist wie bei Kurkuma, Weihrauch und den anderen Sachen, die Datenlage ist heterogen. Es gibt Studien, die zeigen, es hilft. Es gibt Studien, die zeigen, es hilft nicht. Es gibt jetzt eine Studie, die zeigt, es könnte auch negative Effekte haben. Ich glaube, man muss unterscheiden, was sind Nährstoffe, also Vitamin, Mineralstoff, Spurenelemente. Die sind sicher, dort kennen wir Sicherheitsgrenzen. In der Schweiz gibt es eigentlich nur Produkte, die auch die Grenzwerte einhalten. Und grundsätzlich ist es durchaus empfehlenswert, das Multivitamin zu sich zu nehmen, weil wir einfach auch mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung nicht alles zuführen können, was wir brauchen. Mhm. Menschen mit einer CED haben zusätzliche Risiken für gewisse Mangelerscheinungen. Vitamin D hoffe ich, dass sie das alle nehmen, immer. Wie es kann. Und wie? Mit Tabletten oder Tropfenform? Sofern der Dünndarm funktioniert, kann man das über Tabletten oder Tropfen nehmen. Wenn es jetzt gröbere Entzündungen sind oder der Dünndarm verkürzt ist, dann würde man das auch als Spritzen oder intravenös geben. Mhm. Aber solange es geht, Tabletten. Okay. Und wenn Sie etwas nehmen, schauen Sie, dass es nicht mehr als 1 Franken pro Tag kostet. In der Summe. Mikronährstoffe sind günstig, die Supplemente kosten nicht viel in der Herstellung. Alles, was mehr kostet als 1 Franken pro Tag, ist auch einfach Geldmacherei. Mhm. Bioverfügbarkeit, wenn man zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel nimmt, die ist ja eigentlich das A und O, ob es überhaupt etwas nützt oder rein die Bereicherung vom Urin beinhaltet. Bei Patienten mit einem Stoma oder einem Kurzdarm, ist die Bioverfügbarkeit überhaupt noch gewährleistet? Also ich muss sagen, du hast sehr gute Hausaufgaben gemacht. Mhm. Das wird immer komplizierter. Das ist eine ganz schwierige Frage. Und das ist, wir haben immer von individuell, und dann denke ich, wir reden von individuell, weil wir uns zur Hintertür ausstellen und nichts sagen. Aber da ist es jetzt wirklich individuell. Weil wir haben einige Dünndarmtransplantationen gemacht in New York für Kurzdarm und haben uns viel mit dem auseinandergesetzt. Und das kommt ganz wirklich darauf an, jetzt gerade bei der Bioverfügbarkeit, weil die meisten Sachen werden wirklich im Dünndarm aufgenommen. Ja. Der Dickdarm ist weniger wichtig. Jetzt, wenn man vom Stoma redet, also einem künstlichen Darmausgang, wenn der natürlich im Dickdarm ist und der ganze Dünndarm da ist, das interessiert niemanden, oder? Also niemand. Interessiert schon die es haben. Nein, aber jetzt von der Bioverfügbarkeit. Wenn man natürlich ein Stoma vom Dünndarm hat, das ist dann ein riesiges Problem. Oder? Weil dem sagt man dann, der Ausfluss kann dann sehr hoch sein. Dann muss man den versuchen zurückzunehmen. Aber das Abschätzen individuell pro Medikament oder pro Nährstoff ist gar nicht zu machen. Da müssen wir ganz komplexe Studien machen, wo man das radioaktiv markieren und dann aufnehmen. Da muss man wirklich dann im Blut schauen, was kommt an und was kommt nicht an. Also da braucht es eine Blutuntersuchung in dem Sinn, wo nachher beweist, ob überhaupt etwas genützt hat oder ob es primär den Umsatz von Apotheken erhöht hat. Wie lange muss denn eigentlich der Dünndarm noch sein, damit er überhaupt funktionieren kann? Ja, das ist immer die Frage, wann haben wir jemanden gelistet für eine Dünndarmtransplantation? Oder wann kann man die sogenannte die Rehabilitation vom Dünndarm? Man kann den Dünndarm trainieren, dass er mehr macht. Aber es ist ein kleiner Faustregel. Also, wenn man anfängt, unter 1,50 Meter fallen, wird es schwierig. Wenn man einen Dickdarm dazu hat, der relativ funktioniert, geht das gut. Wenn du unter 1 Meter fallst, dann kommst du nicht mehr mit. Dann kommst du vor allem mit der Flüssigkeit zum Teil nicht mehr mit.
alles zwischen 1 Meter, 1,50 Meter. Aber das ist sehr gut, das sind seltene Situationen. 1,50 Meter haben fast alle, die da haben. Also richtig, richtig Kurzdarm eigentlich nicht. Das Problem ist, wenn man nicht richtig, richtig Kurzdarm hat, aber doch eine gewisse schnelle Passage hat, dann ist halt die Funktion des Dünndarms reduziert. Oder man hat noch bakterielle Überwucherung im Dünndarm, wo sogenannte SIBO, wo heute alle davon reden. Das kann das dann auch noch beeinträchtigen. Dann müssen wir selbst vielleicht therapieren. Und dann muss man es an die Diana schicken und sagen, wie man die Passage verlangsamt, mit was für Quellstoff und so weiter. Kann man zusammenfassend sozusagen und so als in dem Sinne hoffentlich einen positiven Ausblick sagen, Ernährung ist ein massiver Bestandteil von einem in dem Sinn angenehmeren Krankheitsbild, wenn man darauf achtet? Ich würde sagen schon, also Ernährung kann Symptome lindern. Das ist etwas, das man gut therapeutisch einsetzen kann, wenn jemand Bleigen hat, Durchfall hat, Bauchweh hat, Reflux hat und so weiter. Das ist mein tagtägliches Geschäft, mich um die Symptome zu kümmern. Ich glaube, um die Entzündung mit modulieren oder auch eben antientzündlich wirken, erhoffe ich mir, dass ich in 15 Jahren wieder sagen kann, bei Crohn machen sie das, bei Colitis das, bei Pouchitis das, beim Kurzdarm dieses. Also ich glaube, Forschung läuft und das macht mir sehr viel Hoffnung. Also es kommt etwas und ich glaube, am Ende des Tages ist der Bernhard sagt es immer pragmatisch. Ich glaube auch, es ist pragmatisch, aber bis man dorthin kommt, müssen wir einfach ganz viel forschen und da sind wir dran. Darf ich noch etwas sagen? Ich bin total schockiert. Vielleicht hast du doch keine gute Hausaufgabe gemacht oder dass niemand die Frage gestellt hat. Ich habe dir schon gefürchtet, die Frage. Ich werde jetzt sie stellen und gebe sie dann Diana. Ich bin total schockiert, dass deine Zettel das Wort G-L-U-T-E-N, viele sagen Gluten, ich sage das nicht gern, das heisst Gluten, das, was das ausmacht. Dass man Entzündung macht, muss man durch eine glutenfreie Ernährung, wenn man keine Zöliakie hat, eine Glutenintoleranz, hilft das. Da schwören viele Patienten drauf. Ich frage Diana. Nein. Also, es ist kompliziert. es gibt Daten, bei Morbus Crohn sind sie ein bisschen besser, dass Gluten wahrscheinlich auch mitspielt bei der Entzündung. Es hat nichts mit der Zöliakie zu tun, es hat nichts mit glutenfrei und Brösmeli und nie mehr Gluten essen zu tun. Aber Gluten ist ein Protein, ein Eiweiß, das etwas mit unserer Dünndarm-Durchlässigkeit macht, das ganz, ganz viel Wirkung im Körper hat. Und es gibt durchaus Menschen, die einen enormen Benefit haben. Das Gleiche sehen wir auch bei der Colitis ulcerosa. Gehen Sie nicht hier raus und essen Sie nie mehr Gluten. Kommen Sie vorher zu mir oder gehen Sie zu einer Kollegin von mir und informieren Sie sich. Aber ja, Gluten ist ein Hebel und darum Sauerteigbrot von der Urgroßmutter ist glutenarm und darum vielleicht auch eine bessere Option wie ein Brot, das nach einer Stunde im Ofen war. Vielen herzlichen Dank. Applaus für euch, auch für die konkreten Hinweise. Und wir kommen zu einer kurzen Schlussrunde mit den offenen Fragen, die jetzt noch zur Diskussion stehen, die ich nicht konnte in die einzelnen Gruppen einteilen konnte. Und da freue ich mich, Frank Seibold, Professor am Intestozentrum in Bern, zu begrüßen. Und Julia Pilz, sie ist verantwortlich für die Magen-Darm-Praxis in Aarau. Und der Stefan Wawrika, den wir schon bereits am Anfang gehört haben, wo auch selber eine Praxis hat, früher im Triemli-Spital war. Ein Patient leidet an Morbus Crohn und chronischem Durchfall, das auch noch nach 5 Operationen. Er selber reduziert seine Anzahl von Stuhlgängen mit Morphium und Codein. Frage, ist das richtig? Und Frage dazu, gibt es etwas Besseres? Ja, natürlich sind die Operationen mit wahrscheinlich daran schuld, dass er so viel Durchfall hat, weil wahrscheinlich ein Teil vom Darm fehlt. Und es gibt
in der Tat so mühsame Situationen, wo es nicht anders geht. Also es ist natürlich so, dass man mit verschiedenen Maßnahmen kann schaffen, oder das heißt, man kann zum Beispiel etwas wie Metamucil, also Flohsamen geben, um den Stuhl einzudecken. Man kann mit Imodium schaffen, aber es gibt Leute, wo leider dann Tinktura Opioi müssen nehmen, also Opiumtropfen. Das tut natürlich der Darm lähmen und manchmal führt das auch dann wieder zu Schmerzen. Es sind schwierige Situationen, das muss man gut und präzise einstellen und hoffen, dass der Darm sich mit der Zeit aber wieder ein bisschen erholt und dass man nachher die Medikamente aus dem Opiatsektor wieder reduzieren kann. Aber das Laufen einzunehmen ist jetzt nicht sehr empfehlenswert. Es ist nicht empfehlenswert, aber manchmal gibt es Leute, die können nicht anders. Ja. Oder? Und ich glaube, die Lebensqualität ist ja das Wichtigste. Oder? Und wenn man nachher nur noch daheim hockt oder auf dem WC hockt, das ist keine Alternative. Also da muss man so etwas machen. Hilft das Jointli? Nein, vielleicht noch ganz schnell noch mal zu der Frage von vorher. Es gibt noch so zwei Keimrezepte, die ich dann in so einer Situation immer noch einsetze. Nämlich erstens ist in so einer postoperativen Situation eben die bakterielle Überwucherung vom Dünndarm recht häufig. Das heisst, es lohnt sich da, das zu suchen und das zu behandeln. Und das Zweite, was man in so einer Situation häufig sieht, ist, wenn ein Teil vom Dünndarm fehlt, dann nennt sich das Gallensäureverlustsyndrom und das kann man wiederum behandeln mit Cholestyramin oder Ipocol. Und das lohnt sich in so einer Situation, die zwei Sachen an das zu denken. Und damit das, Jointly, das mit dem Jointly, das ist okay. Wenn der Patient das Gefühl hat, das bringt ihm etwas, dann darf er das gerne ausprobieren. Bei einem jetzt wirklich flüssigen Stuhlgang mit Inkontinenz, ist die einzige Alternative ein Imodium? Nein, es ist nicht die einzige Alternative, aber es ist eine gute Alternative und gehen wir auch immer bis 8-mal täglich. Aber was wir in diesen Situationen sicher auch mit dem Patienten diskutieren muss, ist die Anlage von einem künstlichen Darmausgang. Also wenn es wirklich immobilisierend ist, zu einer Inkontinenz führt, wo ein normales Leben verunmöglicht, zum Beispiel macht, dass man nicht mehr, einfach normal aus dem Haus mag gehen, sich nicht normal mag bewegen, ist das durchaus etwas so abschreckend, wie es am Anfang wirkt. Und der Gedanke auch mag sein, aber es ist durchaus etwas, wo man muss diskutieren. Das ist auch etwas, wo wir am Anfang im Referat auch gehört haben, wo wir wirklich breit auch mit anderen Spezialisten diskutiert, auch andere Fachdisziplinen einbezieht, wie im Chirurg und dem Patienten kann anlegen. Das Stoma macht natürlich aber den meisten Angst, oder? Und sagt ja, meine Sexualität ist eingeschränkt und überhaupt, ich bin fast ein Invalide und auch hygienisch ist es kompliziert. Wie ist eure Erfahrung, wann ist das die richtige Lösung? Es ist eine sehr individuelle Lösung, die mit jedem Patienten detailliert muss angeschaut werden. Es gibt Leute, die haben wirklich den absoluten Horror davor und es gibt Leute, die sagen auch, ich möchte unbedingt eins, weil ich sonst das fast nicht mehr aushalte. Und ich glaube, das muss man miteinander anschauen, man muss keine Angst haben vor dem Stoma bezüglich Sexualität, bezüglich irgendwelche üble Geschmäcker oder sonst wie, das ist meistens heute sehr, sehr gut regelbar. Man weiß, viele Leute aus Politik oder auch Schauspieler tragen den Stoma, ohne dass wir das wissen. Oder man ist eigentlich heutzutage mit Stoma nicht wahnsinnig eingeschränkt. Aber es gibt Leute, die haben halt schlechte Erfahrungen gemacht, zum Teil, weil sie die Stomaplatte gelöst hat und so weiter. Das sind Ausnahmefälle, aber wie gesagt, es sind immer Individualentscheidungen. Und ist, wenn man jetzt offen darüber redet, auch nicht mehr das Drama, das früher war, oder? Nein, es gibt, also ich habe mal ein schönes Bild von England gesehen, wo prominente Engländer mit Blut im Bauch da gestanden sind, alle Stomasack auf dem Bauch. Also da hat man gesehen, oh, da hat es wirklich sehr berühmte Leute darunter, die das haben. Und das hilft natürlich massiv, dass man diese Abscheu oder den Makel vor diesem Stoma ein bisschen abbauen. Gibt es praktische Tipps und Tricks, um einen möglichst normalen Alltag können, bei dieser Erkrankung können zu geniessen? Schwierig. Ich denke, wichtig ist,
gerade so Veranstaltungen wie heute, dass man probiert, die ganzen Erkrankungen, die so ein Thema betreffen, das an sich stigmatisiert ist, auch heute noch aus dieser Ecke zu holen, dass es irgendwie schmuddelig ist oder schmeckt oder irgendwie ein Randthema ist, dass man probiert, sich zu organisieren und das so gut wie möglich in sein Leben zu integrieren. Und das andere ist natürlich ein wirklich gutes Vertrauensverhältnis zum Arzt. Also, dass man wirklich das partnerschaftlich anschaut und probiert, möglichst gut aufzubauen. Aber es ist sicher immer noch schwierig, auch heute mit diesen tollen Therapien, auch heute, wo ein Stoma zum Glück Seltenheit ist. Und, ja. Also, es gibt keine versteckten Tricks, die wir jetzt nicht kennen und dir so auf der Hinterhand parat. Grosszügige, sicher grosszügige psychologische Unterstützung. Dass man dann das denkt, wirklich Leute zu unterstützen und das anzubieten. Im Moment ist auch die ganze Frage von Impfen wieder medial total präsent. Jetzt nicht nur nach Covid, sondern auch Impfen gegen Pneumokokken, gegen Gürtelrose, gegen Zecken und so weiter. Wie weit wirken aufgrund von eurer Erfahrungen Impfungen rund um eine CED-Erkrankung? Da muss man differenzieren, ob der Patient bereits immunsuppressive Therapie hat oder nicht hat. Wenn der Patient keine immunsuppressive Therapie hat, dann wirken die Impfungen völlig normal, wie bei jedem anderen. Sobald immunsuppressive Therapien da sind, muss man sich ein paar Gedanken machen. Einerseits kann die Impfantwort ein bisschen reduziert sein, das ist so. Mhm. Und das zweite Thema, das rund um Impfungen bei Immunsuppression auftritt, ist, dass die lebenden Impfstoffe nicht gegeben werden sollten während der Immunsuppression. Und da haben wir früher das Problem gehabt von der Gürtelrose, da hat es ja nur einen lebenden Impfstoff gegeben. Ja. Da gibt es ja seit ungefähr knapp 2 Jahren einen toten Impfstoff. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man Patienten darauf sensibilisiert und dass man auch das Thema Impfung aktiv angeht und eben dann zum Beispiel bei einer Immunsuppression sicher auch Gürtelrosenimpfung anbietet. Sind die Erkrankungen vererbbar? Ja, theoretisch, aber das Risiko ist sehr gering. Oder man weiß, dass das Risiko, wenn ein Elternteil chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, ist ungefähr 8% höher wie normal. Das ist nicht viel. Wenn allerdings beide Eltern chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, dann steigt das Risiko. Das heißt, ich sage eigentlich, Mini-Patienten, das ist etwas, wo man können missachten, weil das Risiko, dass das Kind chronisch entzündliche Darmerkrankung bekommt, ist relativ klein. Eine weitere Frage ist gekommen, während einer Schwangerschaft kann man oder soll man da Medikamente absetzen, was ja oftmals empfohlen wird und wie gross ist denn das Rückfallsrisiko? Einmal noch ganz kurz zum genetischen Risiko. Wir haben bis heute kein Gen, wo wirklich einen Vererbungsmodus zeigt. Es gibt gewisse Genloki, die man aber auch bei anderen Erkrankungen hat. Also wir haben, das hat grosse Studien, die man gemacht hat, in Osteuropa, aschkenasische, jüdische Familien, die untereinander auch heiraten, häufig und Kinder bekommen. Und man hat nie irgendetwas können finden, das wirklich einen genetischen Modus zeigt. Zur Schwangerschaft. Es gibt Medikamente, die man heute auch noch stoppen muss, die nicht sicher sind in der Schwangerschaft. Die sind noch relativ neu, Small Molecules zum Beispiel, die man nicht geben kann in der Schwangerschaft. Generell vielleicht, es gibt so einen Grund, eine Regel, wenn jemand schwanger ist, entweder wird es gravierend besser mit der chronischen entzündlichen Darmerkrankung oder schlechter. Die meisten verändern sich zumindest in die eine oder andere Richtung. Die meisten Medikamente können wir heute weitergeben und gehen das auch. Dann auch noch gerade, wenn wir bei weiblichen Fragen sind, Verhütungsmittel bei dieser Erkrankung, gibt es da entsprechende Hinweise, was soll gebraucht werden oder nicht? Ich schaue jetzt immer noch euch als Vertreterin von Frauen in unserer Runde an. Es gibt gewisse Medikamente, die man muss zwingend verhüten mit Barrieremethoden, bedeutet mit Kondom. Zum Beispiel bei Männern, wo ein Medikament nehmen, das Azathioprin heisst, weil das einfach die Spermie so kann verändern dass, oder größtenteils so verändert, dass man wirklich kein Kind zeugen sollte. Das ist eigentlich die einzige Empfehlung, wo man kann sagen kann, sonst gibt es keine, also bis auf das, was ich gesagt habe mit diesen Small Molecules, wo wirklich man noch nicht sicher ist, weil die gibt es noch nicht lang genug, gibt es nicht rigorose Einschränkungen. Und unser Ziel ist,
oder dass wir auch wissen von dieser ganzen Studie, ist, dass man die Wahrscheinlichkeit, dass man schwanger wird, wenn Kinderwunsch besteht, höher ist oder auch die Rate an Fehlgeburten extrem tiefer, wenn die Mutter oder die werdende Mutter in einer Remission ist, also keine Erkrankungsaktivität hat. Das ist mir ganz wichtig. Und auf dem ist auch die Entscheidung, wenn es medizinisch sicher ist, und das ist aber bei den meisten Medikamenten klar, dass man nie eine Therapie wird absetzen, wenn jemand will schwanger werden oder wenn jemand schwanger ist oder stillt. Darf ganz kurz einfügen, es gibt neueste Studien, die zeigen, dass Azathioprin absolut sicher ist für Männer als auch für Frauen. Also keine Angst haben. Merci. Sport. Was empfehlen dir CED-Patientinnen und Patienten? Welche Art von Sport und Training gibt es da Vorbehalt? Ich glaube, das ist extrem abhängig von der Schub. Oder ob der Patient im Schub ist oder nicht, also wie aktiv das er ist. Es gibt dann gewisse Sportarten, die wahrscheinlich weniger geeignet sind. Aber an sich müsste eigentlich ein Patient, der in einer schubfreien Phase ist, können jeden Sport machen, grundsätzlich. Es gibt ein kleines Aber. Was man weiss, ist, dass wenn man sehr ausdauernden Sport macht, also zum Beispiel Marathon rennt oder noch extremere Sportarten macht mit sehr hoher Ausdauer, dass das kann zu einem Schleimhautschaden führen, und zwar dahingehend, dass man eine Unterversorgung mit Blut vom Darm hat, sogenannte Ischämie oder einen Sauerstoffmangel. Und das wiederum führt dazu, dass man eher einen Schub kann entwickeln kann. Also es gibt die sogenannte Runner's Colitis, also quasi, dass man einen entzündeten Darm hat, nachdem man zum Beispiel einen Marathon gelaufen ist. Das gibt es auch bei Nicht-Patienten mit chronisch entzündlichen Darmkrankheiten, aber wahrscheinlich ist die Krankheit bei solchen Patienten erhöht. Was empfehlt ihr denn jetzt als Sport? Alles. Alles. Gut, klare Aussage. Die Pflicht dabei. Absolut. Also ich glaube, es ist sogar so, dass auch andere Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose und so weiter, man empfiehlt sogar wirklich den Sport, weil man weiß, dass das eine gute entzündungsmodulierende Eigenschaft hat. Also leichter Ausdauersport, nicht übertrieben, sicher kein Marathon, aber regelmäßig so dreimal die Woche ist sehr sinnvoll. Wir haben in Bern auch eine kleine Studie zu dem Thema durchgeführt und haben auch gesehen, dass die Lebensqualität zum Beispiel unter solchen regelmäßigen Sportbetätigungen deutlich gestiegen ist. Gerade die Frage Multiple Sklerose, können Medikamente, die ein CED-Patient bekommt, Multiple Sklerose auslösen? Ja, es gibt eins, die TNF-Blocker, da weiß man, also, dass das Risiko für so eine demyelinisierende Erkrankung erhöht ist. Aber es gibt auch andere, die zur Therapie von beiden Erkrankungen gleichzeitig gebraucht werden. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel schon eine Multiple Sklerose hat und bekommt noch eine chronische entzündliche Darmerkrankung dazu, könnte man dann so eine Substanz brauchen, wo ein Medikament beide Erkrankungen therapiert. Auslösend, ihr habt vorhin genickt, Herr Wawrinka, gibt es das? Ist die Angst legitim? Ich habe ungefähr 4 Patienten, die das tatsächlich hatten. Die Kombination chronisch entzündliche Darmkrankheit, eine Behandlung mit einem bestimmten Medikament, wo das Medikament dann zu MS-ähnlichen Bildern geführt hat. Sind zum Glück in der Regel eher nicht sehr ausgeprägte Formen. Ein Teil von diesen Formen sind sogar leicht reversibel, wenn man das Medikament stoppt. Also es ist ein Risiko da, ja, aber es ist nicht ein Risiko, das ich jetzt überbewerten würde. Okay. Jetzt Bruno Giardina, wir haben ja gesagt, wir können noch Fragen stellen. Und könnten wir die jetzt bei dieser Runde noch einholen? Könnten wir, ja. ich kann, also vielleicht vorab, es sind ganz, ganz viele Fragen im Vorhinein gekommen. Es sind jetzt heute Abend noch mal ganz viele Fragen gekommen. Ich sehe, das Bedürfnis ist um. Wir werden das aufnehmen als Vereinigung und vielleicht halt wieder mal so ein Format machen, wo wir alle Fragen beantworten können. Alle werden wir sicher nicht kennen, weil sonst sind wir wahrscheinlich am 11 noch dran. Aber ich habe mal ein paar rausgepickt. Ich fange vielleicht gerade bei einer an, die Stefan betrifft. Und zwar schreibt da jemand, sie hatten eine 5-stündige Flugreise.
Und das hat vermutlich einen Schub ausgelöst und sie wissen, dass es ja Tipps gibt von Ärzten zu dem Thema. Und ich weiß, dass da der Stefan sicher die Antwort kann bringen. Daher dir gerne, Stefan. Genau, der Hintergrund ist der, dass wir eigentlich vor ungefähr 5 Jahren innerhalb von der gleichen Woche zwei Skilehrer genau die gleiche Story erzählt haben. Beide Skilehrer sind befallen mit chronisch entzündlichen Darmkrankheiten. Beide sind aus dem Bündnerland. Beide haben mir erzählt, dass jedes Mal, wenn sie mit Kunden auf Höhen gehen, über 3000 Meter, dass sie dann einen Schub haben. Und dann haben beide mich gefragt, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Und ich habe dann gesagt, ich weiß es nicht, habe angefangen nachrecherchieren. Und es gibt tatsächlich einen Zusammenhang. Also es gibt relativ viele Studien bei Mäusen, die dann irgendwie in einer Hypoxie, also so einem Sauerstoffmangel ausgesetzt worden sind. Die haben dann vermehrt Entzündungen im Darm gehabt. Und dann haben wir eine Studie dazu gemacht, im Rahmen der schweizerischen IBD-Kohorte. Und die schweizerische IBD-Kohorte hat dann gezeigt, dass es tatsächlich eine Assoziation gibt. Das heisst, bei gewissen, nicht bei allen von Ihnen, aber bei gewissen Patienten, die entweder auf einen Flugreis gehen oder sich auf einer Höhe über 2500 Meter aufhalten, die haben eine leicht erhöhte Gefahr, einen Schub zu entwickeln. Wo wir das publiziert haben, ist das sehr medial aufgenommen worden. Ich bin dann ganz viel dazu befragt worden. Viele Leute haben dann gesagt, das ist einfach Mumpitz. Das ist wahrscheinlich, weil irgendwie der Patient nervös ist, weil er auf Reisen ist und so weiter. Darum findet das statt und darum haben wir dann gefunden, gut, dann machen wir eine zweite Studie. Wir haben eine zweite Studie gemacht, wo wir 10 Patienten mit Morbus Crohn, 10 Patienten mit Colitis ulcerosa und 10 gesunde Patienten genommen haben. Und die in Dübendorf, da gibt es ein Flügerärztliches Institut, wir haben die in Dübendorf in eine Druckkammer gebracht und haben die für 4 Stunden auf 4000 Meter lang. Und haben vorher und nachher Gewebsproben entnommen, vorher und nachher endoskopiert, vorher und nachher Blutuntersuchungen gemacht. Also wir haben es wirklich von A bis Z einfach einmal alles durchkontrolliert. Und das ist tatsächlich so. Selbst bei Gesunden tritt bei einer 4-stündigen Aufenthalt auf 4000 Meter Höhe, kommen entzündliche Aktivitäten im Blut, könnten nachgewiesen werden und im Stuhl. Aber die Reaktionen sind eben bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmkrankheiten übermäßig stark. Von dem her, glaube ich, ist die Aussage aus diesen zwei Studien, ja, wahrscheinlich gibt es einen Zusammenhang, aber wahrscheinlich tritt er erstens nicht bei allen Patienten gleich auf. Und wenn das quasi Patienten beobachten, dass sie tatsächlich, wenn sie in die Höhe gehen oder wenn sie einen Flugreis haben, dass so etwas auftritt, dann kann man es so machen wie die zwei Skilehrer. Die zwei Bündner Skilehrer haben beide so eine ähnliche Strategie gehabt. Der eine hat am Tag, wo er mit den Kunden auf über 3000 Meter ist, 10 Milligramm Prednison genommen. Und der andere hat gesagt, ja, während dieser Zeit, also ich bin dann zum Beispiel 3 Tage im Einsatz, hat er irgendwie 5 Milligramm Prednison am Vorabend genommen, 5 Milligramm an den Tagen vom Skifahren und 5 danach und wieder gestoppt. Okay. Aber dazu gibt es zudem haben wir noch keine Daten, aber ich finde, dass irgendwie Skilehrer sind, glaube ich, sowieso immer recht vernünftige Personen und ich habe das irgendwie noch einen vernünftigen Approach gefunden. Will ich noch mal kurz, wie ist eure Erfahrung, wie eng hängt die psychische, der psychische Zustand mit einem Krankheitsschub zusammen? Das ist ein sehr großer und sehr wichtiger Zusammenhang. Also man weiß auch, dass es eine Interaktion gibt mit der Psyche, also mit dem Nervensystem und dem Immunsystem. Und deswegen ist der ganzheitliche Therapieansatz bei Crohn- und Colitis-Patienten immens wichtig. Also das heißt, das psychische Wohlbefinden in der auch insgesamt stressige Situation, wenn man so eine chronische Erkrankung hat, spielt eine große Rolle. Das heißt, es braucht Gespräche, es braucht manchmal sogar auch eine medikamentöse Intervention durch ein leichtes Antidepressivum. Es ist wichtig, dass man versucht, Konflikte aus der Welt zu schaffen auf eine gute Art und Weise, dass man auch eine gewisse Resilienz kann entwickeln. Und das sind Sachen, die wir jetzt in unserer Sprechstunde auch mit den Patienten sehr aktiv anschauen. Okay, Bruno? Es ist ein Thema, das schon mal besprochen worden ist. Es geht um das Calprotectin. Aber ich habe eine Frage bekommen, die ich doch spannend gefunden habe. Und zwar wird gefragt, ob bei einem Reizdarm das Calprotectin auch erhöht ist? Nein. Das Calprotectin ist ja ein Wert, der weiterentwickelt worden ist. Früher haben wir Leukozyten bestimmt, also weisse Blutkörperchen im Stuhlgang. Das ist total unspezifisch. Jetzt haben wir seit vielleicht
20 Jahre Calprotectin, das ist so eine Untereinheit von künstliche junge Entzündungszellen, also auch im jungen Weißblutkörperli. Wir wissen, dass das nicht nur erhöht ist bei Entzündungen im Darm, sondern das kann auch erhöht sein, wenn jemand zum Beispiel Lungenentzündung hat und Eiter aufhustet und das dann abschluckt. Und im Prinzip, wie Frank Seibold sagt, nein, beim Reizdarm sollte das nicht erhöht sein. Aber es gibt möglicherweise noch irgendwelche Mechanismen, die wir heute nicht wissen, irgendwelche Zusammenhänge zwischen irgendwelchen Bakterien beim Reizdarmsyndrom, das denkbar wäre. Aber im Moment würde ich auch sagen, nein. Danke. Der häufigste Zusammenhang ist übrigens, dass der Patient irgendein Schmerzmittel zu sich genommen hat. Da haben wir auch Studien gemacht in Basel, wo wir junge Medizinstudenten denen so Schmerzmittel gegeben haben, vom Typ Voltaren, Bonstan, Brufen, und wo man dann geschaut hat, wie viele Entzündungen im Darm sind nachher vorhanden. Und das ist so extrem, dass selbst bei gesunden Patienten oder Probanden, dass das dann doch rechte Entzündungen gemacht hat. Ich finde es sympathisch, dass ihr eure Studenten als Versuchskünglein genommen habt und nicht irgendwelche Patienten. Bruno? Ja, eine Frage, oder es sind ganz viele Fragen in diesen Stil gekommen, und zwar geht es grundlegend darum, wenn ihr Ärzte würdet empfehlen, dass man ein Medikament, das eine stabile Therapie bringt, langsam kann absetzen kann. Der Wunsch von jedem Patienten vermutlich, dass er eben ohne Medikament kann weiterleben kann. Was ist da irgendwie ein Richtwert oder eine Empfehlung oder eine Idee von euch? Die Frage hat eigentlich auch noch den Sinn gemacht, den wir vorher diskutiert haben, wenigstens mit dem Arzt diskutieren. Aber kann man da eine allgemeingültige Empfehlung geben? Wiederum eine schwierige, komplexe Frage. Wir würden uns wünschen, man kann das nach einer Zeit einfach absetzen und es bleibt gut. Die Studien zeigen leider anderes. Oder zum Beispiel für das Vedolizumab oder das Entivo gibt es eine englische Studie, die zeigt, nach dem Absetzen 70% Rückfall innerhalb einem Jahr. Für TNF-Blocker haben wir das ähnliche Daten, ca. 50% Rückfall. Es gibt Kollegen aus Frankreich, die sagen, nein, wir setzen das nie wieder ab. Das finde ich persönlich frustrierend und mache das nicht. Aber ich glaube, man muss sehr gut selektionieren, bei welchem Patient kann man etwas absetzen. Und das sind die, wo das Calprotectin eben wirklich ganz tief ist, und zwar nicht nur 2 Wochen, sondern schon sehr lang, die wenig Symptome haben, wo es wirklich keinerlei Entzündungszeichen gibt, keine Fistelaktivität und so weiter und so fort. Da kann man das probieren, aber es ist ein gewisses Risiko, mit dem muss der Patient und auch wir als betreuende Ärzte leben, aber man kann ja natürlich sehr regelmäßig schauen, zum Beispiel mit dem Calprotectin, was passiert, steigt das langsam wieder an und dann tut man halt wieder behandeln. Aber einfach sicher nicht selber ausprobieren. Lieber nicht, nein. Ja. Bitte? Meine Frage ist noch gekommen, und zwar betrifft das Schmerzmedikament bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Die Frage war effektiv, gibt es eine Liste, wo man kann anschauen kann, was man nehmen darf und was nicht. Und weil ich halt von der Kronkolitis bin, mache ich jetzt auch Werbung für uns. Wir haben zusammen mit dem Stefan Wawrika eine Liste generiert, die wir auch jedes Jahr updaten. Die findet man auf unserer Webseite. Die heisst effektiv Schmerzmedikamente bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Also für die, die das gefragt haben, dort schauen. Dort sind alle aufgelistet, die man nicht darf nehmen darf, weil es Schub auslösend sein könnte. Und die letzte Frage, die ich jetzt noch nehme, ist für Diana. Das ist eine coole Frage. Und zwar schreibt die Frau oder der Mann schreibt, dass ihre Ananas hilft, wenn sie schwer verdauliche Nahrung zu sich nimmt. Ob das grundlegend ein Tipp wäre, wo sie einfach kennt, jeden Tag ein bisschen Ananassaft trinken, damit es ihrem Darm besser geht? Coole Frage, danke. Habe ich, glaube auch noch nie gehört. Ananas hat gewisse Enzyme drin, die Proteine können spalten können, also Peptidase heissen die. Kann sein, dass wenn die Person sehr viel Fleisch isst oder sehr viel Protein isst, das liegt sehr lange im Magen, und wenn man dann Ananas isst, ich würde jetzt frisch empfehlen, könnte das vielleicht helfen. Ananas ist grundsätzlich etwas, das die Urgroßmutter zwar nicht kennt hat, aber sicher gegessen hat, wenn sie es kennt hat. Also von dem her, ja. Gut, danke. Ja gut, Bruno, ich glaube, wir haben eine riesige Runde gemacht, und ich denke mir auch, es hat hoffentlich Menge und Menge, die da innen ist, können etwas mit heimnehmen.
Ich jedenfalls habe einen Haufen gelernt. Das ist der Vorteil, wenn man als Moderator schafft. Man weiß von nichts etwas und am Schluss geht man heim und weiß etwas mehr. Und das war erst noch der Job. Und ich danke allen Spezialistinnen und Spezialisten, die sich da wirklich auch engagiert zur Verfügung gestellt haben, dass sie sich die Zeit genommen haben, angereist sind aus der ganzen Schweiz und in dem Sinne auch allen Rede und Antwort gestanden sind. Und denen, die Fragen gestellt haben, auch einen herzlichen Dank. Und ich kann eigentlich von unserer Seite nur sagen, einen schönen Abend noch. Ja, auch von meiner Seite danke an alle, die da gewesen sind. Jetzt gibt es noch einen letzten Akt, bevor wir dann den Apero geniessen dürfen. Nur mal abscannen, wenn ihr nicht mehr drin seid. Und dann habe ich eine Aufgabe für euch. Wir möchten gerne wissen, wie das Format gefallen hat, wie der Abend gefallen hat. Wir möchten das aber ausschließlich mit Emojis haben und nicht mit Text. Und jetzt gehen wir zum Apero. Ah, nein. Mein Glück, Bruno. Ja, gib viel Herzli. Viel Herzli und Smileys. Und Rosen. Und Affen. Also ich lasse das jetzt noch laufen. Ich möchte nur mal ganz herzlichen Dank sagen an alle, die da sind, an unsere Sponsoren, an meine Vorstandskollegen, die geholfen haben, an den Herrn Eschbacher, der den Abend perfekt moderiert hat und natürlich an alle Ärzte, die da waren und ihre Freizeit geopfert haben für das. Danke vielmals und viel Spass beim Apero.